Ein einzelner Gefangener hatte das Schicksal von Hunderten geändert. Aber er zahlte dafür einen hohen Preis. Hatte den Schläfer besiegt, die Barriere zerstört. Doch während alle anderen Gefangenen entkamen, blieb er in den Trümmern zurück. Ich war es, der ihn gegen den Schläfer entsandte. Ich bin es, der ihn jetzt von dort zurückholt. Er ist schwach und er hat vieles vergessen. Aber er ist am Leben. Er ist... zurück. Da bist du ja wieder. Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns noch mal wiedersehen. Ich fühle mich, als hätte ich 3 Wochen unter Steinen gelegen. So war es auch. Nur die Magie deiner Rüstung hat dich am Leben gehalten. Ich hatte schon befürchtet, dich nicht mehr aus den Trümmern des Tempels befreien zu können. Aber genug davon. Jetzt bist du ja hier. Es gibt eine neue Bedrohung, um die wir uns kümmern müssen. Nach dem Fall der Barriere und der Verbannung des Schläfers ist Belias Zorn noch größer geworden. Ein mächtiges Artefakt wird wieder auf diese Welt zurückgeholt werden. Wenn der Gott der Finsternis seine Schergen auf die Suche schickt. Diese Suche hat längst begonnen. Belias Schergen entweihen die ältesten Heiligtümer der Götter. Die Wächter dieser heiligen Orte sind erwacht und ihr Zorn lässt die Erde erbeben. Alle mächtigen Magier auf dieser Insel spüren diesen Zorn. Und einige von ihnen sind mit Sicherheit schon dabei, der Bedrohung entgegenzutreten. Verbünde dich mit ihnen. Nur so können wir Belia Einhalt gebieten. Genug Zeit haben wir ja jetzt. Ich habe es geschafft. Der Schläfer... wurde verbannt. Du hast ihn besiegt, das ist richtig. Aber den Krieg, der jetzt folgt, können wir nicht mehr aufhalten. Der Schläfer hat mit seinem letzten, wutentbrannten Schrei die Armeen der Finsternis in Bewegung gesetzt. Es war ein Befehl an alle bösen Kreaturen, ein Wort der Macht, dem sie alle gehorchen mussten. Sein letzter Befehl war, kommt, und sie kamen, alle, sogar die Drachen. Drachen? Es sind Kreaturen von uralter Macht. Ich kann ihre Gegenwart spüren, selbst hier. Und sie haben eine ganze Armee von niederen Dienerkreaturen um sich gescharrt. Wo ist diese Armee jetzt? Die Armee lagert nicht weit von hier, im Minental von Korinnes, und sie bereitet sich auf den Angriff vor. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Was können wir tun? Diesmal schaffen wir es nicht alleine. Nur die Macht Innos kann uns gegen die Drachen helfen. In der Stadt Korinnes, nicht weit von hier, lagert eine Gruppe von Paladinen.
Sie verfügen über ein mächtiges Artefakt, mit dessen Hilfe wir die Drachen besiegen können. Sie nennen es das Auge Innos. Du musst dir dieses Artefakt besorgen. Berichte den Paladinen von der Bedrohung. Du musst ihren Anführer überzeugen, uns zu helfen. Und sobald du mit ihm gesprochen hast, musst du das Artefakt Belias finden. Es ist das Gegenstück zum Auge Innos. Es darf nicht in die Hände des Bösen fallen. Was genau ist das Auge Innos? Es ist ein Amulett. Der Sage nach hat Innos selbst einen Teil seiner Macht in dieses Amulett gelegt. Es wird dir einen Teil deiner verlorenen Kraft wiedergeben und uns helfen, die Drachen zu besiegen. Und es hat noch einige andere verborgene Fähigkeiten, doch dazu mehr, wenn du das Amulett hast. Warum sollten mir die Paladine das Auge Innos geben? Weil du derjenige bist, der dazu bestimmt ist, es zu tragen. Woher willst du das wissen? Es gibt eine Reihe von Gründen. Der wichtigste ist, du hast den Schläfer besiegt. Stündest du nicht in der Gunst der Götter, wirst du jetzt tot. Nehmen wir mal an, du hast recht und ich bin dazu bestimmt, das Auge Innos zu tragen. Woher wissen die Paladine, dass es so ist? Das Auge sucht sich seine Träger selbst. Sobald du es in die Finger bekommst und es dir anlegst, werden die Paladine nicht mehr an deinen Worten zweifeln. Wie komme ich zur Stadt? Folge einfach dem Weg von hier aus durch die Berge. Die Stadt ist groß, du kannst sie nicht verfehlen. Aber sieh dich vor, der Weg zur Stadt ist nicht ungefährlich und du bist noch lange nicht wieder so stark, wie du einst warst. Ich brauche Waffen. Ich kann dir nur das Wenige geben, was ich hier habe. Sieh dich in meinem Turm um. Alles, was du gebrauchen kannst, gehört dir. Ich werde so schnell wie möglich aufbrechen. Gut. Und eines noch. Verrate niemanden, dass du mit mir gesprochen hast. Vor allem keinem Magier. Seit ich ins Exil gegangen bin, hält mich der Kreis des Feuers für tot. Und das ist auch gut so. Ärger? Verdammt, ich weiß gar nicht, wo die sich alle versteckt halten. Du tötest einen und kurze Zeit später sind sie alle wieder da. Moment mal, ich kenne dich doch. Du bist doch der Kerl, der mich damals im Minental ständig um Pfeile angebettelt hat. Dein Name ist Kavalorn, richtig? Ah, ich sehe, du hast mich nicht vergessen. Nach allem, was wir durchgemacht haben in der verfluchten Kolonie. Wo willst du eigentlich hin? In die Stadt. So, in die Stadt also. Du könntest Probleme mit den Wachen kriegen. Die lassen nicht mehr jeden rein, seit es hier in der Gegend vor Banditen wimmelt. Hier ist in den letzten Tagen einer dieser ehemaligen Psioniker aus dem Minental vorbeigekommen. Er meinte, er geht ständig ein und aus in Korinnes. Er ging in das Tal unter dem großen Turm. Irgendwo bei dem Wasserfall dort muss es einen Weg dorthin geben. Vielleicht solltest du mit dem Typen mal sprechen. Interessante Rüstung, die du da trägst. Gehörst du nicht mehr zu den Schatten? Schatten? Die gibt es seit dem Fall der Barriere nicht mehr. In dem Moment, als wir endlich das Minental verlassen konnten, gab es für mich keinen Grund mehr daran festzuhalten. Ich arbeite jetzt für die Wassermagier. Ich gehöre zum Ring des Wassers.
Was machst du hier? Ich sitze hier fest. Wenn diese verdammten Banditen nicht gewesen wären, wäre ich gar nicht hier. Erzähl mir mehr über den Ring des Wassers. Mir ist es eigentlich nicht erlaubt, darüber zu sprechen. Alles, was ich tun kann, ist, dich zu Vatras zu schicken. Er ist der Vertreter der Wassermagier in Korinnes. Am besten, du redest mit ihm. Sag ihm, du kommst von mir. Vielleicht nimmt er dich aber ganz auf. Wir brauchen dringend mehr gute Leute. Waren du und deine Leute damals nicht mit den Wassermagiern verfeindet? Die hirnverbrannten Zeiten von damals sind vorbei. Es gibt kein neues Lager oder altes Lager mehr. Jetzt, da die Sträflingskolonie nicht mehr existiert, ist jeder auf sich allein gestellt. Die meisten von uns ehemaligen Gefangenen werden immer noch verfolgt. Die Wassermagier konnten erwirken, dass mir meine Strafe erlassen wurde und ich mich jetzt frei bewegen kann. Was machen die Wassermagier jetzt? Sie sind an einer großen Sache dran. Es geht um einen unbekannten Teil der Insel. Ein unbekannter Teil? Wo soll der liegen? Mehr darf ich dir nicht sagen. Sprich mit Vatras in Korinnes. Was war mit den Banditen? Hast du die letzten Wochen verschlafen? Ich rede von dem ganzen Gesindel aus der Strafkolonie, das sich hier in der Gegend breit macht. Plündern und morden, was das Zeug hält. Kann froh sein, dass sie mich am Leben gelassen haben. Ich habe einen Moment nicht aufgepasst. Haben sie mir von hinten ins Übergezogen. Keine Ahnung, wie ich jetzt meinen Kram wiederkriegen soll. Du wurdest von Banditen ausgeraubt? Ja, niedergeprügelt und den Goblins zum Fraß vorgeworfen haben sie mich. Es waren verflucht wichtige Sachen. Ein Brief und mein ganzes Geld. Ich muss es unbedingt wiederhaben. Aber ohne Rückendeckung gehe ich da nicht mehr hin. Dieses feige Lumpenpack. Kann ich dir bei der Sache mit den Banditen helfen? Vielleicht. Aber so abgemagert wie du aussiehst, hast du seit Wochen kein richtiges Schwert mehr in den Händen gehalten. Nun, ich habe wohl keine andere Wahl, als dein Angebot anzunehmen. Meine Zeit wird knapp, also pass auf. Den Weg hier runter ist eins dieser dreckigen Erdlöcher, in denen sich die Banditen gerne verstecken. Die Kerle dort sind genau die, die meinen Kram gestohlen haben. Sag Bescheid, wenn du bereit bist, und dann schnappen wir uns das Lumpenpack. Ich brauche bessere Ausrüstung. Sehr viel haben die Schweine mir nicht gelassen. Ich kann dir ein Wolfsmesser geben. Reicht dir das erstmal? Messer ist gut. Aber wie steht's mit Heilung? Ich hätte hier noch 2 Heiltränke. Interesse? Klar, her damit. Lass uns die Kerle aufmischen. Alles klar. Halte mir einfach den Rücken frei, okay? Jetzt werden die ihr blaues Wunder erleben. Warte mal. Jetzt bist du dran. Das hast du verdient, Mistkerl. Da ist nichts. Du wärst besser nicht hierher gekommen. Das hast du verdient, Mistkerl. Du arme Wurst, hast ja nicht mal Gold dabei. Die Waffe nehme ich mal besser an mich. Nichts zu plündern. So, das wäre erledigt. Ha, sie hätten sich eben nicht mit mir anlegen sollen. Dann kann ich jetzt endlich meinen Auftrag erledigen. Hab schon viel zu viel Zeit verloren. Was für ein Auftrag? Ja, ich muss erst in die Stadt und dann später... Ich weiß nicht, wie ich das alles rechtzeitig schaffen soll. Was ist mit mir? Warum eigentlich nicht? Du könntest den Brief in die Stadt bringen. Dann habe ich noch ein bisschen mehr Zeit, mich um meine Ausrüstung zu kümmern. Einer der Banditen müsste den Brief in seiner Tasche haben. Bring ihn zu Vatras, dem Wassermagier der Stadt. Du wirst ihn im Athanos-Tempel treffen. Er predigt dort den ganzen Tag. Sag ihm, dass ich es nicht mehr geschafft habe. Und wenn er dich fragt, wo ich bin, sag ihm einfach, ich bin schon zum Treffpunkt aufgebrochen, okay? Ach ja, eins noch. Kauf dir bei den Bauern erstmal ein paar anständige Klamotten. Sonst hält dich noch jemand für einen Banditen. Hier hast du ein paar Münzen. Kannst du mir was beibringen? Sicher, das weißt du doch. Mensch, dir haben sie ja ganz schön zugesetzt. Du kannst dich an gar nichts mehr erinnern, was?
Ich will deine Fähigkeiten erlernen. Sicher? Was willst du wissen? Nichts zu plündern. Nichts zu holen. Nichts zu plündern. Hey, Fremder! Ich habe gesehen, wie du aus den Bergen gekommen bist. Du kannst froh sein, hier nicht vor 3 Wochen vorbeigekommen zu sein. Wir hätten dich für einen entlaufenen Sträfling gehalten und mit denen haben wir kurzen Prozess gemacht. Du siehst ganz schön fertig aus. Was willst du hier? Ich wurde in den Bergen von Banditen überfallen. Dieses Dreckspack. Wahrscheinlich waren es dieselben Mistkerle, die letzte Nacht eins von unseren Schafen geholt haben. Du hast ganz schön Glück gehabt. Die meisten kommen nicht mit dem Leben davon. Die Banditen werden dir keinen Ärger mehr machen. Warum? Sind sie tot? Sie haben sich mit dem falschen Mann angelegt. Innos sei Dank. Hier, es ist nicht viel, aber du sollst es haben. Ich werde den anderen davon erzählen. Ich bin auf dem Weg in die Stadt. So wie du rumläufst, wirst du die Wachen bestechen müssen, damit sie dich reinlassen. Und du musst wissen, was sie hören wollen. Und das wäre? Na, zum Beispiel, dass du von Loberts Hof kommst und in der Stadt zum Schmied willst. Aber das wird dir nichts nützen. Du siehst nicht aus wie ein Bauer. Verstehe. Ich brauche bessere Ausrüstung. Kann ich mir schon vorstellen, aber ich sag dir gleich, zu verschenken haben wir hier nichts.
Wenn du für das, was du willst, bezahlen kannst, wird Luba dir was verkaufen. Ansonsten geh zu ihm und frag ihn, ob er Arbeit für dich hat. Wo finde ich Lobart? Na, auf dem Hof natürlich. Der Hof gehört ihm. Und komm ihm ja nicht krumm. Er hat schon so manchen Streuner von seinem Hof geprügelt. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Warum treibst du dich hier auf meinem Land rum? Für wen bist du? Für die aufständischen Bauern oder für den König? Für den König. Für den König? Das haben die Stadtwachen gesagt, als sie die Hälfte meiner Schafe geholt haben. Aber wo sind die Drecksäcke, wenn wir uns die Banditen vom Hals halten müssen? Wo werden sie sein, wenn uns die Orks überrennen? Ich werd's dir sagen, in der Stadt, hinter den dicken Mauern. Also hör mir auf mit dem König. Was ist hier eigentlich los? Du weißt nicht, was los ist? Herr Junge, wo kommst du her? Wir befinden uns am Rande eines Bürgerkriegs. Bis jetzt haben alle Bauern die Abgaben an die Stadt als gerechten Tribut angesehen. Aber seit die Paladini in Korinis sind, kommen die Stadtwachen immer öfter und sie holen nach und nach alles ab. Wenn das so weitergeht, haben wir bald selbst nichts mehr. Einige Bauern fangen an, sich aufzulehnen. Ona war der erste von ihnen. Erzähl mir mehr über diesen Ona. Ona ist der größte Bauer hier in der Gegend. Er hat sich von der Stadt losgesagt. Es heißt, er hat Söldner angeheuert, damit sie ihm die Stadtwache vom Hals halten. Kann sie mich verübeln. Jedenfalls traut sich jetzt kein königlicher Soldat mehr auf seinen Hof. Was sind das für Söldner, die Ona angeheuert hat? Ich weiß nicht viel über die Kerle. Angeblich sollen viele von ihnen ehemalige Gefangene aus der Minenkolonie sein. Ha, was man von denen zu halten hat, ist ja bekannt. Was ist mit dir? Für wen bist du? Bauern oder König? Ich bin zu nah an der Stadt, um wirklich eine Wahl zu haben. Aber ich bin ganz froh darüber. Ich wüsste nicht, wie ich mich entscheiden soll. Der König lässt uns ausbluten und Ona hetzt allen, die sich ihm nicht anschließen, seine Söldner auf den Hals. Deswegen sind die meisten anderen Bauern noch unentschlossen, aber auf kurz oder lang werden sie sich schon für eine Seite entscheiden müssen. Ich suche Arbeit. Einen weiteren Knecht kann ich nicht gebrauchen. Aber für einen Tagelöhner hätte ich schon was zu tun. Ich meine, du kannst mir ein bisschen auf dem Feld zur Hand gehen. Und es gibt auch sicher noch ein paar andere Dinge, die hier zu tun sind. Ich könnte dich mit Gold bezahlen oder dir ein paar gute Sachen zum Anziehen geben. Weil die Sachen sind eine Menge wert. Ich kann sie dir nicht umsonst geben, aber ich kann sie dir billiger verkaufen, wenn du für mich arbeitest. So wie du rumläufst, solltest du die Klamotten nehmen. Wie auch immer. Das kleine Rübenfeld neben der Scheune muss abgeerntet werden. Ich soll Rüben ziehen? Willst du mich verarschen? Richtige Männerarbeit ist wohl nichts für so einen feinen Herrn, was? Mach, dass du aufs Feld kommst oder verschwinde von meinem Hof. Ich brauche vernünftige Kleidung. Ich kann dir saubere Landarbeiterkleidung geben. Kannst du sie denn bezahlen? Was kostet die Landarbeiterkleidung? Tja, mal sehen. Malet sagt, du hast uns die Banditen vom Hals geschafft. Die Mistkerle haben uns eine Menge Ärger gemacht. Dank dir sind wir sie jetzt los. 70 Goldstücke. Gib mir die Arbeiterkleidung. In meinem Haus steht eine Truhe, da findest du saubere Sachen. Aber lass dir bloß nicht einfallen, noch was anderes zu nehmen, ohne zu fragen. Wer hat dich denn eingeladen? Mach, dass du aus dem Haus kommst. Hier gibt's keine Almosen. Hey, du. Hast du was zu essen für mich? Nur wer hier arbeitet, bekommt auch was zu essen.
Hey. Wir müssen unseren Teil an die Stadt abgeben. Tun wir es nicht, bekommen wir am Ende noch Ärger mit den Paladinen. Was macht die Arbeit? Dasselbe wie immer. Viel zu tun, wenig Geld und mit ein bisschen Pech sind morgen die Orks hier und brennen unseren Hof nieder. Die Paladine des Königs haben die ganze Stadt besetzt. Aber ich glaube kaum, dass sie ihre Hintern hier rausschwingen, wenn die Orks uns überfallen. Kann ich dir helfen? Ich suche Arbeit. Hast du denn Ahnung von Feldarbeit? Was gibt's denn da zu wissen? Ich sehe schon. Ich denke, wir kommen hier schon zurecht. Wenn du für Lobat als Tagelöhner arbeiten willst, kann ich dich nur warnen. Er bezahlt Leute wie dich echt miserabel. Aber von mir hast du das nicht, klar? Ich will in die Stadt. Und? Kannst du mir was Interessantes über die Stadt erzählen? Nö. Aber Marlet ist von Zeit zu Zeit mal in der Stadt. Vielleicht weiß er was. Was dich interessiert. Gibt's irgendwelche interessanten Neuigkeiten? Ich hätte schwören können, vor 2 Tagen einen Ork drüben am Waldrand gesehen zu haben. Seitdem halte ich nachts immer mindestens ein Auge offen. Gibt's irgendwelche interessanten Neuigkeiten? Außer dem, was ich dir erzählt habe? Na. Sieh an, wen haben wir denn da? Du bist auf dem Weg in die Stadt, habe ich nicht recht? Kann schon sein. Du siehst aus wie ein Flüchtling. Alle Flüchtlinge wollen in die Stadt. Du könntest sogar ein ehemaliger Sträfling aus der Minenkolonie sein. Mir ist egal, wo du herkommst. Aber ich glaube, ich habe ein interessantes Angebot für dich. Was hast du anzubieten? So wie du aussiehst, lassen dich die Wachen nie in die Stadt. Ich kann dir helfen, in die Stadt zu kommen. Ich habe hier ein kleines Stückchen Papier mit königlichem Siegel und der Unterschrift des Statthalters. Ein Passierschein. Mit dem Wisch in der Tasche kannst du so abgerissen rumlaufen, wie du willst, und die Wachen lassen dich in Ruhe. Interesse? Da ist doch ein Haken an der Sache. Nein, kein Haken. Du schuldest mir lediglich einen Gefallen. Wie kommst du in die Stadt? Die Wachen kennen mich. Ich werde ihnen einfach erzählen, ich hätte den Passierschein verloren. Was willst du für deinen Passierschein? Ich wusste, du bist der richtige Mann. Hör zu, du bekommst den Schein von mir. Jetzt. Einfach so? Einfach so. Aber wenn ich dich in der Stadt treffe, schuldest du mir einen Gefallen. Haben wir eine Abmachung? Nein. Deinen Schein kannst du behalten. Da habe ich dich wohl falsch eingeschätzt, was? Naja, willst du was anderes? Kann ich dich für meine Waren interessieren? Zeig mir deine Ware. Such dir was aus.
Ich muss weiter. Von mir aus. Psst. Hey du, komm mal her. Was ist? Unterwegs in die Stadt? Schwer beschäftigt noch dazu. Hör mal, du siehst mir wie ein schlaues Kerlchen aus. Ich schätze, du wirst es nochmal sehr weit bringen. Dir macht doch bestimmt keiner was vor, sowas erkenne ich sofort. Sag mal, du wirst dir doch bestimmt ein paar Goldstücke verdienen, nicht wahr? Warum nicht? Du musst es einem unwissenden alten Seemann schon nachsehen. Ich bin fremd in dieser Gegend hier und kenne mich noch nicht so gut mit den hier herrschenden Regeln aus. So musste ich schmerzlich erfahren, dass man als fremder Reisender in der Hafenstadt nicht willkommen ist. Nun stehe ich hier und bin völlig ratlos, wie ich in die Stadt kommen soll. Ich habe äußerst wichtige Geschäfte zu erledigen und meine Auftraggeber dulden keinen Aufschub, verstehst du? Du wirst mir doch sicher helfen, einen Weg zu finden, an den Stadtwachen vorbeizukommen, habe ich recht? Halt! Was denn? Du kommst hier nicht rein, mein Junge. Warum nicht? So abgerissen, wie du aussiehst, machst du hier bestimmt nur Ärger. Wir haben schon genug Gesindel in der Stadt. Leute ohne Geld können wir nicht gebrauchen. Ich muss zum Anführer der Paladine. Ich habe eine wichtige Nachricht für ihn. Ach. Und was könnte das wohl für eine wichtige Nachricht sein? Ich bin gekommen, um das Auge Innos zu holen. Was? Nie gehört. Was soll das sein? Es ist ein wichtiges Artefakt. Du siehst aber nicht wie ein wichtiger Bote aus. Hast du etwas, womit du dich ausweisen kannst? Habe ich nicht. Dann verschwende nicht meine Zeit. Ich bin gekommen, um mich der Miliz anzuschließen. Der ist gut. Versuch's damit mal beim anderen Stadttor. Vielleicht kaufen die dir das ab. Halt! Was willst du schon wieder? Der Bauer schickt mich. So. Hast du diesmal wenigstens einen guten Grund herzukommen? Ich will zum Schmied Werkzeuge reparieren lassen. Ach. Und warum sagst du das nicht gleich? Ich wollte mal sehen, wie du reagierst. Was? Mach sowas nochmal mit mir und ich werde dir zeigen, wie ich auf sowas reagiere. Du dummer Bauernlümmel. Und wenn du Lobat siehst... Kannst du ihm sagen, er soll die Schafe gut füttern? Wir kommen demnächst wieder zu ihm. Halt, Fremder! Ich bin Lothar, Paladin des Königs und demütiger Diener Innos, deines Herrn. Unser Kommandant Lord Hagen hat mich mit der Aufgabe betraut, allen Neuankömmlingen die neuen Gesetze zu erklären, die für alle Bewohner der Stadt gelten. Seit in dieser Stadt ständig irgendjemand einfach verschwindet, hat sich jeder daran zu halten, wenn er nicht dasselbe Schicksal erleiden will. Ich habe eine wichtige Nachricht für den Anführer der Paladine. Der ehrenwerte Lord Hagen ist für niemanden zu sprechen. Für alle Fragen des gemeinen Volkes ist Lord Andre, der Kommandant der Stadtwache, zuständig. Hör zu, die Stadt wird von Drachen bedroht. Das darf doch nicht wahr sein. Schon wieder so ein Spinner. Wir haben schon genug Unruhe in der Stadt, auch ohne, dass hier irgendwelche Schwachköpfe den Leuten mit Märchen über Drachenangst machen. Den letzten, der hier was von Drachen erzählt hat, habe ich direkt eingebuchtet und mit dem Gefangenentransport ins Minental geschickt. Also hüte deine Zunge. Wir können hier niemanden gebrauchen, der Panik unter den Leuten verbreitet. Sag mir nicht, du hast es nicht gewusst. Hier hat schon jemand von den Drachen berichtet? Ja, der Kerl hieß Diego, glaube ich jedenfalls.
Ich hatte ihn gewarnt, genau wie dich. Aber der Spinner wollte einfach nicht aufhören, mir auf den Geist zu gehen. Ich bin gekommen, das Auge Innos zu holen. Das heilige Auge Innos? Woher weißt du davon? Du bist kein Angehöriger des Ordens. Ein Magier hat mir davon erzählt. Ich weiß nicht, was seine Beweggründe waren, dir eines der Geheimnisse unseres Ordens anzuvertrauen. Aber er hatte sicherlich nicht im Sinn, dass du es in die Finger bekommst. Aber ich will nichts mehr davon hören. Erst fängst du mit Märchen über Drachen an und dann das. Unfassbar. Die Bewohner der Stadt verschwinden einfach? Ja, es scheinen täglich mehr zu werden. Ärgerlich an der Sache ist, dass die Miliz die Hintergründe dieser seltsamen Vorkommnisse immer noch nicht klären konnte. Verständlich, dass die Einwohner der Stadt momentan sehr misstrauisch gegenüber Fremden sind. Also reiht sie nicht nach oben drein, wenn du in der Stadt bist, klar? Gut, erklär mir die Regeln der Stadt. Erstens, der ehrenwerte Paladin Lord Hagen residiert zusammen mit seiner Truppe im oberen Viertel. Deswegen ist der Zutritt zum oberen Viertel nur ehrenwerten Bürgern gestattet. Zweitens, das Rathaus im oberen Viertel dient als Kommandoposten der Paladine. Dort haben nur die Paladine selbst und Angehörige der Miliz Zugang. Und drittens, wer eines Verbrechens angeklagt ist, muss sich beim Kommandanten der Miliz dafür rechtfertigen. Noch Fragen? Ärger kann ich nicht gebrauchen. Wie werde ich Bürger der Stadt? Nur wer hier einer ordentlichen Arbeit nachgeht, wird als Bürger der Stadt angesehen. Aber denk nur nicht, dass du bei Lord Hagen vorgelassen wirst, nur weil du Bürger der Stadt bist. Als Bürger hast du Zugang zum oberen Viertel. Mehr nicht. Nur als Angehöriger der Miliz hast du Zugang zum Rathaus. Wo finde ich Arbeit? Du wirst dich bei einem der Handwerksmeister hier in der Unterstadt als Lehrling bewerben müssen. Sobald einer der Meister dich aufnimmt, bist du Bürger der Stadt. Allerdings müssen dafür auch die anderen Meister zustimmen. So will es der Brauch hier in Korinis. Wenn du auf die Idee kommen solltest, im Hafenviertel nach Arbeit zu suchen, vergiss es. Da wohnt nur der Abschaum der Stadt. Geh bloß nicht dorthin, du würdest es bereuen. Wie komme ich zum oberen Viertel? Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Du bist kein Bürger dieser Stadt. Du kannst dir den Weg sparen, die Wachen werden dich nicht einlassen. Der gesamte Bereich hinter dem inneren Stadttor ist tabu für dich. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Wie werde ich bei der Miliz aufgenommen? Auf ausdrücklichen Befehl von Lord Hagen werden nur Bürger der Stadt bei der Miliz aufgenommen. Verstehe. Wenn du mehr wissen willst, melde dich bei Lord André in der Kaserne. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Was muss ich tun, um eine Rüstung wie deine zu bekommen? Was? Du bist ja noch nicht einmal bei der Miliz. Du bist ja noch nicht mal Bürger. Wie kannst du daran denken, die Rüstung eines Paladins tragen zu dürfen? Nur wenige Soldaten der Miliz, die Außergewöhnliches geleistet haben, haben bisher diese Ehre erhalten. Wenn du ein Paladin werden willst, hast du noch einen weiten Weg vor dir, mein Junge. Mein Mann sieht das anders. Wo finde ich den Kommandanten der Stadtwache? Lord André hält sich in der Kaserne am anderen Ende der Stadt auf. Das darfst du keinem erzählen. Wo kann ich hier übernachten? Wenn du einen Platz zum Schlafen suchst, geh zum Hotel, direkt gegenüber der Kaserne. Die Paladine kommen für die ordentliche Unterbringung aller Reisenden, die in die Stadt kommen, auf. Die fahrenden Händler vom Marktplatz sind auch dort untergebracht. Ich habe da meine eigene Meinung. Ich muss weiter. Wenn mir noch einmal zu Ohren kommt, dass du den Leuten hier was von Drachen erzählst, bekommst du mächtigen Ärger mit mir. Klar? Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Hey. Hallo, Fremder. Du musst hungrig und durstig sein. Kann ich dich vielleicht für meine Ware interessieren? Davon lasse ich lieber die Finger. Eigentlich bin ich auf dem Weg zu den Paladinen. Da hast du schlechte Karten. Ich hab mir das. Seit die Paladine sich im oberen Viertel breit gemacht haben, lassen sie kaum noch jemanden hinein. Kannst du mir helfen, ins obere Viertel zu kommen? Ich? Nein, ich habe ja auch nicht viel zu melden. Es gibt nur wenige Leute hier in der Unterstadt, die genug Einfluss haben, um dich an den Wachen vorbeizubringen. Matteo, mein Boss, ist einer von ihnen. Vielleicht solltest du mal mit ihm reden. Das hat er doch vorher gewusst. Wo finde ich Matteo? Du stehst direkt vor seinem Laden. Geh einfach rein. Er ist eigentlich immer da. Man darf halt nicht. Was ist mit den anderen einflussreichen Bürgern? Die Händler und Handwerksmeister hier an der Hauptstraße sind die wichtigsten Persönlichkeiten der Stadt. Du solltest versuchen, bei einem von ihnen als Lehrling angenommen zu werden. So wie ich. Seit ich bei Matteo arbeite, behandeln mich die Leute in der Stadt mit Respekt. Ich hab mir das schon gedacht.
Ich brauche Geld und ich bin auf der Suche nach Arbeit. Ich habe gehört, Bosper hat Ärger mit seinem Lieferanten. Sein Laden ist direkt gegenüber. Es heißt, er zahlt ganz gut. Was hast du anzubieten? Zurzeit habe ich nicht allzu viel Auswahl. Der verdammte Großbauer liefert nicht mehr und was von den kleinen Höfen kommt, reicht nicht aus, um den Bedarf der Stadt zu decken. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Erzähl mir mehr über den Bauernaufstand. Die Sache ist ganz einfach. Ona, der fette Großbauer, will keinen Tribut mehr an die Stadt zahlen. Das muss man sich mal vorstellen. Wir sind im Krieg mit den Orks und der Fettwanst will alles für sich haben. Normalerweise greift die Stadtwache in solchen Fällen hart durch. Aber jetzt kommt das Beste. Es heißt, Ona hat sich Söldner angeheuert, um sich die Truppen der Stadt vom Hals zu halten. Söldner? Das Ganze wird noch in einem verdammten Krieg enden. Als ob ein Krieg nicht reichen würde. Was weißt du über Onas Söldner? Ich habe gehört, die meisten von ihnen sind ehemalige Sträflinge aus der Minenkolonie. Und ihr Anführer soll eine große Nummer beim König gewesen sein. Ein General oder sowas, den sie als Verräter eingelocht haben. Schlimme Zeiten sind das. Das war doch schon vorher klar. Zeig mir deine Ware. Das war doch klar. Von mir erfährt keiner was. Hey! Ich kann das nicht glauben. Was gibt's Neues? Der offene Handel mit dem Großbauern ist seit dem Fall der Barriere abrupt abgebrochen. Wer weiß, was der im Schilde führt. Ich traue dem Braten nicht. Ich habe was anderes gehört. Kannst du mir helfen, mich hier zurechtzufinden? Du bist jetzt in der Unterstadt. Wo willst du hin? Er hat auf die falschen Leute gehört. Wo ist das Hafenviertel? Geh vom Schmied aus die Hafenstraße runter, dann kommst du zum Hafen. Ich habe was anderes gehört. Wie komme ich zum Galgenplatz? Geh vom Schmied aus durch die Unterführung und du kommst zum Tempelplatz. Wenn du vom Tempel aus gesehen links an der Kneipe vorbeigehst, kommst du zum Galgenplatz. Wo ist der Marktplatz? Geh vom Schmied aus durch die Unterführung und du kommst zum Tempelplatz. Wenn du vorm Tempel stehst, geh links hoch und an der Stadtmauer entlang, dann kommst du zum Markt. Man darf halt nicht alles glauben. Ich suche den Tempel. Geh vom Schmied aus durch die Unterführung und du kommst zum Tempelplatz. Ich habe da meine eigene Meinung. Wie komme ich ins obere Viertel? Am südlichen Stadttor gibt es eine Treppe, die zum inneren Stadttor hochführt. Dort beginnt die Oberstadt. Danke, das war alles, was ich wissen wollte. Davon lass ich lieber die Finger. Ich bin ganz deiner Meinung. Davon lass ich lieber die Finger. Halt! Nur Bürger der Stadt und Truppen des Königs kommen ins obere Viertel. Ich hab so einen. Können wir nicht mal eine Ausnahme machen? Was? Es gibt Regeln in dieser Stadt. Regeln, die für ausnahmslos alle gelten. Wenn wir diese Regeln brechen, handeln wir ungerecht gegen alle, die sie einhalten. Können wir nicht mal eine Ausnahme machen? Was? Es gibt Regeln in dieser Stadt. Regeln, die für ausnahmslos alle gelten. Wenn wir diese Regeln brechen, handeln wir ungerecht gegen alle, die sie einhalten. Das war schon vorher klar. Das hat er wirklich nicht verdient. Ich bin ein angesehener Bürger von Korenis. Lass mich durch. Du bist Dreck unter meinem Fingernagel. Mach, dass du wegkommst. Meinst du, mir geht es besser? Ich habe so einiges gehört. Ist das wirklich wahr? Hey, du bist neu in der Stadt, was? Ja. Und was ist mit dir? Ich komme vom Festland und jetzt hänge ich hier rum. Ich habe bald kein Gold mehr, kann wohl nur noch zur Miliz gehen. Aber das will ich nicht. Ich lasse mich doch nicht für den König von den Orks abschlachten. Was kannst du mir über die Miliz erzählen? Einer der Paladiner hat das Kommando übernommen, ein gewisser Lord André. Er versucht, die halbe Stadt zu mobilisieren für den Fall, dass die Orks angreifen. Aber du musst Bürger der Stadt sein, um aufgenommen zu werden. Trainieren kann man zwar auch so viel ich weiß, aber man wird nicht offiziell aufgenommen. Was kannst du mir noch über Lord André erzählen? Er hat auch das Amt des Richters übernommen. Wenn du hier in der Stadt Ärger machst, musst du dich vor ihm verantworten. Ich hatte mal eine Schlägerei mit einem der Bürger. Der ist direkt zu Lord André gerannt und hat alles gepetzt. Der Spaß hat mich 50 Goldstücke gekostet. Ich kann froh sein, dass es nachts war. Sonst hätten es noch andere mitgekriegt. Je mehr Leute sich in diesem Kaff hier über dich beschweren, desto höher wird deine Strafe. Ist dir irgendwas Aufregendes passiert?
Kann man wohl sagen. Ospa, den Bogner haben sie bestohlen. Ganz schön dreist, kann ich dir sagen. Der Kerl ist am helllichten Tag in den Laden reinspaziert und hat sich einen Bogen geschnappt. Und Bosper hinter ihm her. Bleib stehen, du Lump, hat er gebrüllt. Aber der Dieb war zu schnell. Ist das wirklich wahr? Mit wem hast du dich geprügelt? Mit einem Typen namens Valentino. Er hängt oft in der Kneipe beim Tempel rum. Ich bin ja normalerweise ein friedliebender Mensch, aber der Typ brauchte einfach was aufs Maul. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Ist dir irgendwas Aufregendes passiert? Ach nee, alles ruhig. Schätze, wenn die Orks kommen, werden wir es hören. Davon lass ich lieber die Finger. Das ist eine schlimme Sache. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Was kann ich für dich tun? Was verkaufst du? Ich kann dir alles anbieten, was du brauchst, um in der Wildnis zu überleben. Waffen, Fackeln, Proviant und sogar Rüstungen. Ich habe da noch ein ganz besonderes Stück auf Lager. Eine doppelt gehärtete Rüstung aus Snapperleder, noch ungetragen. Interessiert? Was weißt du über Paladine? Seit die Kerle in der Stadt sind, habe ich nichts als Ärger. Als ich letztens ins obere Viertel wollte, halten mich doch glatt die Wachen auf und fragen mich, was ich da zu suchen habe. Und? Natürlich haben sie mich reingelassen. Ich habe meinen Laden schon in der Stadt gehabt, da haben die meisten von diesen Wichtigtuern noch mit Holzschwertern Schweine gejagt. Und gestern kommen die Mistkerle zu mir und beschlagnahmen die Hälfte meiner Ware. Die Paladine haben deine Ware beschlagnahmt? Alles, was ich bei mir im Hinterhof gelagert hatte. Sie haben einfach eine Wache vorm Hofeingang platziert. Wenn ich Glück habe, nehmen sie nicht alles mit. Zumindest die Rüstungen werden sie wohl dalassen. Kannst du mir helfen, ins obere Viertel zu kommen? Was? Was willst du denn da? Ich habe eine wichtige Nachricht. So, so. Hast du schon versucht, an den Wachen vorbeizukommen? Oh Mann, vergiss es. Das ist typisch für die Penner. Ich weiß ja nicht, wie wichtig deine Nachricht ist. Und es geht mich auch wohl nichts an. Aber selbst wenn du ihnen erzählen wolltest, dass im Hafen gerade ein Schiff voller Orks anlegt, würden sie dich wegschicken, weil sie ihre Befehle haben. Also kannst du mir jetzt helfen, ins obere Viertel zu kommen? Scheint dir ja echt wichtig zu sein. Die Frage ist, wie wichtig ist es dir? Wie meinst du das? Ich kann dir schon helfen. Immerhin bin ich einer der einflussreichsten Leute hier. Aber das hat seinen Preis. Was verlangst du für deine Hilfe? 100 Goldstücke. Du Halsabschneider. Reg dich ab. Es ist ja nicht dein Gold, das ich im Sinn habe. Sondern? Im Grunde ist es mein Gold. Gritta, die Nichte des Tischlers, hat seit Ewigkeiten ihre Schulden bei mir nicht bezahlt. Aber die kleine Göre rennt ständig in neuen Kleidern rum. Das heißt, sie hat das Geld. Ich würde es ja aus ihr rausprügeln, aber Meister Torben, der Tischler, ist auch ein sehr einflussreicher Mann. Beschaff mir das Geld und ich werde dir helfen. Wo finde ich diese Gritta? Wie gesagt, sie ist die Nichte des Tischlers. Sein Haus ist die Straße runter, das letzte Haus rechts vorm Schmied. Wie genau kannst du mir helfen? Ganz einfach. Ich werde meinen Einfluss dafür einsetzen, dass du bei einem der Handwerksmeister hier als Lehrling aufgenommen wirst. Als solcher bist du praktisch Bürger der Stadt und kommst ins obere Viertel. Außerdem verdienst du noch was dabei. Hilf mir, bei einem der Meister als Lehrling aufgenommen zu werden. Eins nach dem anderen. Erfülle du erstmal deinen Teil der Abmachung und bring mir das Gold. Bei wem könnte ich denn als Lehrling anfangen? Im Grunde bei jedem der Meister hier an der Hauptstraße. Da wäre Harad, der Schmied, Bosper, der Bogner, Torben, der Tischler oder Konstantino, der Alchemist. Irgendwer wird dich schon nehmen. Aber es ist wichtig, dass die anderen Meister zustimmen. Das ist seit jeher Brauch hier in Korinis. Warum nimmst du mich nicht als Lehrling auf? Würde ich. Aber die anderen Meister würden nicht zustimmen. Ich habe nämlich erst kürzlich einen anderen Lehrling aufgenommen. Gibt es noch einen anderen Weg, ins obere Viertel zu kommen? Vielleicht. Wenn mir was einfällt, lasse ich es dich wissen. Zeig mir deine Ware.
Willkommen in meinem Laden, Fremder. Ich bin Bosper. Ich baue Bögen und handle mit Fellen. Was treibt dich nach Korinis? Ich muss ins obere Viertel. Zu den Paladinen? Das kannst du dir aus dem Kopf schlagen. Du musst hier angesehener Bürger sein oder zumindest eine ordentliche Arbeit haben. Als Fremder kommst du da nicht rein. Hab ich auch gemerkt. Ich suche Arbeit. Ich könnte einen neuen Lehrling gebrauchen. Dein Vorgänger hat gerade vor 2 Tagen seinen Job an den Nagel gehängt. Verstehst du denn was vom Jagen? Naja. Ich könnte dir beibringen, wie man Tieren das Fell abzieht. Ich zahle gut für jedes Fell, das du mir bringst. Ich will bei dir als Lehrling anfangen. Bevor ich dich nehme, muss ich natürlich wissen, ob du überhaupt zu was zu gebrauchen bist. Was soll ich für dich machen? Ich werde dir beibringen, wie man Tieren das Fell abzieht. Und du besorgst mir, sagen wir, 50 Wolfsfelle. Dann weiß ich, dass du dein Handwerk beherrschst. Wenn du dafür nicht ewig brauchst und die Fälle einigermaßen in Ordnung sind, kannst du von mir aus bei mir anfangen. Bring mir bei, wie man Tieren das Fell abzieht. Komm wieder, wenn du mehr Erfahrung hast. Was ist, wenn ich bei einem anderen Meister anfangen will? Unsinn. Harald und Matteo haben schon Lehrlinge. Konstantino, der Alchemist, ist ein Eigenbrötler. Er hat schon seit Jahren keinen Lehrling mehr angenommen. Und was Torben betrifft, jeder weiß, dass er kein Geld hat. Er könnte dich vermutlich nicht mal bezahlen. Ich hingegen brauche dringend einen Lehrling. Und ich zahle auch gut. Aber egal, bei wem du anfangen willst, du brauchst die Zustimmung aller anderen Meister aus der Unterstadt. Bekomme ich deine Zustimmung, um bei einem der anderen Meister anzufangen? Nun gut, ich werde zustimmen. Aber unter einer Bedingung. Arbeite wenigstens eine kurze Zeit lang für mich. Dann kannst du mit Sicherheit sagen, ob dir mein Handwerk liegt oder nicht. Und wer weiß, vielleicht gefällt es dir am Ende ja. Und du bleibst bei mir. Wenn du gut genug bist, um bei mir anzufangen, bist du auch gut genug für alle anderen hier. Warum hat dein Lehrling seinen Job aufgegeben? Mir hat er nur gesagt, es sei zu gefährlich geworden da draußen. Wenn es dich wirklich interessiert, kannst du ihn ja selber fragen. Er heißt Bartok und treibt sich vermutlich in der Nähe von Koragons Kneipe rum. Geh vom Schmied aus durch die Unterführung, dann läufst du direkt darauf zu. Ich habe gehört, du bist bestohlen worden. Von wem hast du das gehört? Vermutlich Bartok, hm? Hatte wohl wieder mal nichts Besseres zu erzählen. Na egal. Ich kann dir sagen, wenn ich den Mistkerl in die Finger bekomme, ist er dran. War nur kurz mal nicht im Laden. Als ich wiederkomme, sehe ich ihn gerade noch rausgehen, mit meinem Bogen über der Schulter. Hab direkt die Wachen gerufen, aber der Mistkerl ist Richtung Hafen gerannt. Und dort ist er ihnen dann entwischt. Daraufhin habe ich ihnen mächtig Feuer unterm Arsch gemacht. Und sie haben das gesamte Hafenviertel durchsucht. Aber gefunden haben sie nichts, diese unfähigen Büttel. Ich wette, mein Bogen ist noch irgendwo in der Stadt. Ich habe den Wachen an den beiden Stadttoren Bescheid gesagt. Und die haben niemanden mit meinem Bogen rausgehen sehen. Wenn ich den Mistkerl erwische. Zeig mir deine Ware. Ich will bei dir als Lehrling anfangen. Bevor ich... Ein neues Gesicht. Bist wohl nicht aus Korinis, was? Ist keine gute Zeit für Reisende. Überall Banditen, kaum Arbeit und jetzt lehnen sich auch noch die Bauern auf. Was verschlägt dich hierhin? Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Verstehst du denn was vom Tischlern? Das Einzige, was ich mit Holz machen kann, ist Feuer. Und wie sieht es mit Schlössern aus? Nun ja. Tut mir leid, ich kann niemanden gebrauchen, der nichts von meinem Handwerk versteht. Und für einen Lehrling habe ich kein Geld. Was ist, wenn ich bei einem anderen Meister hier als Lehrling anfangen will? Nun, ich will dir meine Zustimmung geben.
Aber es wird das Beste sein, wenn du dir vorher den Segen der Götter geben lässt. Sag, bist du ein gläubiger Mann? Ja, und zwar demütigst, Meister Taufen. Dann geh zu Vatras, dem Priester Adanos, und lass dir seinen Segen geben. Er wird dir sagen, wo du einen Priester Innos finden kannst. Auch seinen Segen sollst du dir holen. Wenn du den Segen der Götter bekommen hast, werde ich für dich stimmen. Du kennst dich mit Schlössern aus? Was nützt eine gute Truhe ohne ein gutes Schloss? Ich fertige meine Schlösser selbst an. Dann kann ich wenigstens sicher sein, dass ich meine Truhen nicht umsonst so stabil gebaut habe. Ein schlechtes Schloss ist leicht zu knacken. Und Diebe gibt es in Korinis genug. Vor allem in letzter Zeit. Kannst du mir beibringen, wie man Schlösser knackt? Ich weiß nicht, ob man dir trauen kann oder nicht. Am Ende bist du noch einer dieser Rumtreiber, die nur in die Stadt kommen, um den ehrlichen Leuten ihre Truhen auszuräumen. Bevor ich mir nicht sicher bin, dass du ein anständiger Kerl bist, werde ich dir nichts beibringen. Kannst du mir Dietriche verkaufen? Meinetwegen, aber ohne dass du weißt, wie man damit umgeht, werden sie dir nicht nützen. Hattest du schon mal einen Lehrling? Ja, das ist auch noch gar nicht so lange her. Und? Was ist passiert? Sein Name ist Elvridge. Er ist mein Neffe. Ich war eigentlich recht zufrieden mit ihm, doch eines Tages kam er einfach nicht mehr zur Arbeit. Wo ist Elvridge jetzt? Was weiß ich? Er hat sich ständig in dem schmierigen Bordell am Hafen herumgetrieben. Würde mich nicht wundern, wenn er da noch bei so einer Dirne im Bett liegt. Wie lange hast du ihn schon nicht mehr gesehen? Ich schätze, das ist jetzt etwa 2 Wochen her. Hast du das der Miliz gemeldet? Ja, sicher. Sie sollten ihn wieder einfangen und dafür sorgen, dass der Faulpelz seine Arbeit verrichtet. Aber das bereue ich auch schon wieder. Soll er doch machen, was er will. Früher oder später wird er einsehen, dass er ohne gescheite Arbeit in Korinis nicht weit kommen wird. Was du nicht sagst. Was weißt du über die Paladine? Nicht viel. Sie kamen vor 2 Wochen mit dem Schiff vom Festland an. Seitdem haben sie sich ins obere Viertel zurückgezogen. Keiner von uns weiß so genau, warum sie hier sind. Viele haben Angst vor einem Angriff der Orks. Ich vermute aber, sie sind hier, um den Bauernaufstand niederzuschlagen. Ich komme wegen Greta. Meine Nichte? Was willst du von ihr? Es geht doch nicht etwa um Geld. Sie schuldet dem Händler Matteo 100 Goldstücke. Das darf doch nicht wahr sein. Seit dieses kleine Miststück bei mir wohnt, habe ich nichts als Ärger. Sie hat sich bei so gut wie allen Händlern der Stadt verschuldet. Ich musste bei Lema, dem Geldverleiher, 200 Goldstücke leihen, um ihre Schulden zu begleichen. Und jetzt das. Nur zu, frag sie. Aber ich sag dir gleich, sie hat nicht ein Goldstück. Wir werden sehen. Weißt du etwas über den Bauernaufstand? Nach allem, was man hört, hat sich Ona, der Großbauer, Söldner angeheuert, die ihm die Truppen des Königs vom Hals halten sollen. Er hat wohl keine Lust mehr, seine Ernte und sein Vieh den Paladinen und Milizen zum Fraß vorzuwerfen. Alles, was wir in der Stadt davon mitbekommen, ist, dass die Preise fürs Essen hochgehen. Onas Hof liegt weit östlich von hier. Falls es zu Kämpfen kommen sollte, kriegen wir hier davon sowieso nichts mit. Wenn du mehr erfahren willst, frag die Händler am Marktplatz. Die kommen mehr auf der Insel herum als ich. Hey, du! Was willst du, Fremder? Wenn du gekommen bist, um zu betteln, muss ich dich enttäuschen. Ich bin eine arme Witwe. Mein Name ist Greta. Seit mein Mann tot ist, kümmere ich mich um den Haushalt von meinem Onkel Torben. Ich komme von Matteo. Du schuldest ihm noch Gold. Er will sein Geld? Wofür denn? Er hat mir fehlerhafte Ware geliefert. Schlechter Stoff und schlechte Nähte. Hast du mal die Farben gesehen? Das sind nicht die Farben, die ich bestellt habe. Das ist Betrug. Ich sage dir, damals, als mein Mann noch lebte, hätte er sich das nicht getraut. Oh, mein armer Mann! Was war er doch für ein guter Kerl? Gut aussehend, fleißig, ein Kavalier der alten Schule. Wir hatten alles. Vermögen, Glück. Manchmal wurden wir sogar eingeladen zu der feinen Gesellschaft. Das waren Feste. All die schönen Kleider und Frisuren. Das feine Essen und kultivierte Unterhaltungen. Damals war alles besser. Da hat sich niemand getraut, mit so lächerlichen Forderungen das Herz einer armen Witwe zu beschämen. Was soll ich denn machen? Die Rente reicht ja kaum zum Leben und die Zeiten werden auch nicht besser.
Das sieht man doch jetzt überall. Die Leute müssen sparen. Es ist schon seit Wochen kein Schiff mehr in die Stadt gekommen. Mein Mann war Handelsschiffkapitän. Ja, nicht nur Kapitän, das Schiff gehörte ihm. Von seinen langen Reisen brachte er immer ein Geschenk für mich mit. Kostbare Stoffe vom Festland. Erlesene Gewürze aus den südlichen Ländern. Die meisten Leute kennen so etwas gar nicht. Doch dann eines Tages erreichte mich die Botschaft vom Untergang der Gritta. So hieß das Schiff. Mein Mann hatte das Schiff aus Liebe zu mir so genannt. Ich habe geweint und gefleht, dass mein Mann das Unglück überlebt hat. Jeden Tag erhoffte ich, Nachricht von ihm zu bekommen. Doch meine Sehnsucht blieb unerfüllt. Innos möge seiner Seele gnädig sein. Möge er in Frieden ruhen. Seit dieser Zeit lebe ich nun in diesen bescheidenen Verhältnissen. Und das letzte bisschen von meinen Ersparnissen will mir jetzt dieser Seelenverkäufer Matteo abnehmen. Hab doch Erbarmen mit einer armen Frau. Damals, als mein Mann noch lebte, hätte er sich das nicht getraut. Oh, mein armer Mann. Was war er doch für ein guter Kerl. Gut aussehend, fleißig, ein Kavalier. Manchmal wurden wir das Schluss jetzt. Wo ist das Gold? Aber ich habe das Gold nicht. Ich bin nur eine arme Witwe. Dann verkaufen wir halt ein paar von deinen Klamotten. Du hast doch bestimmt noch einen Haufen Zeug im Schrank. Untersteh dich, du Rüpel. Ist ja schon gut. Hier ist das Gold. Na also, geht doch. Verlasse jetzt bitte mein Haus. Verdammt, was willst du? Hier hast du deine 100 Goldstücke. Und? Hat sie Probleme gemacht? Keine nennenswerten. Gut, damit hast du deinen Teil der Abmachung gehalten. Hilf mir, bei einem der Meister als Lehrling aufgenommen zu werden. Mach dir keine Sorgen. Ich werde mich an meinen Teil der Abmachung halten. Die anderen Meister werden von mir nur das Beste über dich zu hören bekommen. Bring mir bei, wie man Tieren das Fell abzieht. Was ist los? Gut. Hör zu. Es ist im Grunde ganz einfach. Du nimmst eine scharfe Klinge und schneidest dem Vieh den Bauch auf. Noch ein paar kleine Schnitte an den Innenseiten der Beine und dann kannst du es abziehen. Bring mir die Wolfsfelle und wir sehen weiter. Was? Ich heiße Brian. Ich bin der Lehrling von Meister Harad. Wie ist es, der Lehrling des Schmieds zu sein? Warum fragst du? Willst du mein Nachfolger werden? Schon möglich. Warum nicht? Ich bin bald mit meiner Lehre fertig. Dann werde ich mich aus der Stadt verkrümeln. Aber es ist nicht wegen Harad. Er ist ein guter Meister. Ich habe viel von ihm gelernt. Warum willst du die Stadt verlassen? Weil mir die Leute hier gehörig auf die Nerven gehen. Vor allem die anderen Meister. Ich weiß noch, was es für ein Theater war, bei Harad als Lehrling aufgenommen zu werden. Wirklich jeder von den Pennern hatte noch was dazu zu sagen. Ich will selber entscheiden können, wen ich als Lehrling aufnehme und wen nicht. Wer sind die anderen Meister? Nun, da wären Torben, der Tischler, Bosper, der Bogner, Constantino, der Alchemist und Matteo. Er stellt Rüstungen her. Aber in erster Linie ist er Händler. Alle Meister haben ihre Häuser hier in der Straße. Und Konstantinos Laden liegt in der Unterführung zum Tempel. Erzähl mir mehr über Meister Harad. Er ist zurzeit nicht besonders gut in Stimmung. Vor ein paar Tagen kamen Paladine und haben ihm befohlen, Schwerter für sie zu schmieden. Sie haben ihm sogar verboten, seine Schwerter an jemand anderen zu verkaufen.
Jetzt schuftet er Tag und Nacht, um den Auftrag so schnell wie möglich zu beenden. Kann ich bei dir Waffen kaufen? Das nicht gerade. Ich bin nur Gehilfe. Die Waffen, die in dieser Schmiede hergestellt werden, werden von der Miliz abgeholt und in die Türme gebracht. Dort werden sie gelagert. Aber wenn es mit den Schmieden selbst zu tun hat, kann ich dir vielleicht weiterhelfen. Was kann ich bei dir bekommen? Ich könnte dir Schmiederohlinge verkaufen. Warte mal. Ich suche Arbeit. Ich könnte einen neuen Lehrling gebrauchen. Brian wird seine Lehre bald beendet haben und dann will er die Stadt verlassen. Taugst du denn was? Wenn du meinst, ob ich schmieden kann. Nein, meine ich nicht. Über kurz oder lang werden die Orks die Stadt belagern. Und dann zählen hier nur die Männer, die auch in der Lage sind, unsere Stadt zu verteidigen. Und ich werde niemanden als Lehrling annehmen, der mir die Schande macht, mit den Frauen und Taugenichtsen aus der Stadt zu fliehen, statt hier mit den Männern die Stellung zu halten. Ich bin kein Taugenichts. Das sind große Worte. Kannst du sie auch durch große Taten beweisen? Wie meinst du das? Bring mir die Waffe eines Orks. In der Nähe der Stadt sind Orks gesehen worden. Mit ein bisschen Glück musst du noch nicht mal lange suchen. Wenn es dir gelingt, einen von ihnen zur Strecke zu bringen, werde ich dich als Lehrling aufnehmen. Vorausgesetzt, die anderen Meister stimmen zu. Wann kann ich bei dir als Lehrling anfangen? Nicht bevor du mir nicht bewiesen hast, dass du etwas taugst. Kann ich bei einem anderen Meister als Lehrling anfangen? Schon möglich, dass die anderen Meister zustimmen. Ich werde dir meine Stimme allerdings erst geben, wenn du bewiesen hast, dass du etwas taugst. Verkaufst du auch Waffen? Vergiss es. Alles, was ich anfertige, bekommen die Paladine oder die Miliz. Ich habe einen Auftrag über 100 Schwerter von Lord Hagen bekommen. Er will damit die Stadtwache ausrüsten. Hey, was willst du? Hier gibt es nichts umsonst. Ich bin auf der Suche nach einer Stelle als Lehrling. So, und bei wem willst du anfangen? Ich will bei einem der anderen Meister anfangen. Du kommst, um dir meine Zustimmung zu holen? Meinetwegen kannst du anfangen, bei wem du willst. Ich suche Heilung. Wieso? Bist du verletzt? Eigentlich nicht. Dann verschwinde! Und ziehst du dir noch eine Verletzung zu? Adanos aber sah, dass nun Ordnung und Chaos ungleich waren, und er bat Innos, dem Menschen seine göttliche Macht zu nehmen. Und Innos, in seiner Weisheit, tat es. Aber Adanos fürchtete sich vor dem Tag, an dem das Tier auf das Land zurückkehren würde. Und so bat er Innos, jenen Teil seiner Macht in seinem Reiche zu belassen, auf dass er sie dem Menschen wiedergebe, falls das Tier zurückkehren sollte. Und Innos, in seiner Weisheit, tat es. Aber das Licht war eine Qual für Belia. Und alles, was Innos erschuf, wurde von Belia zerstört. Adanos aber sah,
dass so nichts sein konnte. Kein Licht und keine Dunkelheit. Und so stellte er sich zwischen seine Brüder, um ihren Streit zu schlichten. Und es gelang ihm nicht. Hey, du! Aber dort, wo Adanos stand, ward ein Ort, an dem Innos und Belia keine Macht hatten. Und an diesem Ort waren Ordnung und Chaos zugleich. Und so ward das Meer erschaffen. Und das Meer gab das Land frei. Und es entstanden alle Wesen, Bäume wie Tiere, Wölfe wie Schafe. Und zuletzt entstand der Mensch. Und Adanos gefiel, was entstanden war, und er erfreute sich an allen Wesen gleichermaßen. Aber so groß war der Zorn Belias, dass er über das Land kam und das Tier erwählte. Und Belia sprach zu ihm. Und das Tier ward ihm untertan. Und Belia verlieh ihm einen Teil seiner göttlichen Macht, auf das es das Land zerstöre. Aber Innos sah, was geschehen war. Und auch er betrat das Land und er erwählte den Menschen. Und Innos sprach zu ihm und der Mensch ward ihm untertan. Und Innos verlieh ihm einen Teil seiner göttlichen Macht, auf das er dem Wirken Belias Einhalt gebiete. Und Belia sprach zu einem weiteren Wesen. Aber Adanos ließ die Flut kommen und das Wesen wurde fortgespült von der Erde. Aber mit ihm fortgespült wurden Bäume und Tiere und Adanos überkam eine tiefe Trauer. Und so sprach Adanos zu seinen Brüdern: Nie mehr sollt ihr mein Land betreten. Denn es ist heilig, und so soll es sein. Aber der Mensch und das Tier führten Krieg auf dem Land Adanos, und der Zorn der Götter war mit ihnen. Und der Mensch erschlug das Tier, und es ging ein in Belias Reich. Adanos aber sah, dass nun Ordnung und Chaos ungleich waren, und er bat Innos, dem Menschen seine göttliche Macht zu nehmen. Und Innos, in seiner Weisheit, tat es. Aber Adanos fürchtete sich vor dem Tag, an dem das Tier auf das Land zurückkehrt. Adanos sei mit dir. Wer bist du? Ich bin Vatras, ein Diener des Adanos, des Behüters des göttlichen und weltlichen Gleichgewichts. Was kann ich für dich tun? Erzähl mir etwas über den Ring des Wassers. Und warum sollte ich das tun?
Kavalon hat mich zu dir geschickt. Und was hat er dir erzählt? Er sagt, ihr braucht dringend mehr gute Leute. So. Also willst du dich uns anschließen, mein Sohn? Erzähl mir etwas über den Ring des Wassers. Und warum sollte ich das tun? Ich habe hier einen Brief für dich. Für mich? In der Tat. Das ist eine wichtige Botschaft, die du mir da übermittelt hast. Ich frage mich, wie du an diesen Brief gekommen bist. Von Kavalon, dem Jäger. Kavalon? Wo ist er? Er sagte mir, ich solle dir ausrichten, dass er es nicht mehr geschafft habe und auf dem Weg zum Treffpunkt sei. Was das auch immer heißen mag. Ich sehe, dass du Kavalons Vertrauen gewinnen konntest. Das spricht für dich, mein Sohn. Erzähl mir etwas über den Ring des Wassers. Und war? Ich will mich dem Ring des Wassers anschließen. So? Dann hast du ja schon die erste Bedingung dazu erfüllt. Was meinst du damit? Naja, du hast jemanden in den Reihen unserer Kinder, der dich vertraut. Sonst würdest du sicherlich nicht davon wissen. Aber ich weiß gar nichts über dich. Was willst du wissen? Nun, du könntest mir erzählen, wo du herkommst und warum du in die Stadt gekommen bist. Ich komme mit einer wichtigen Botschaft für den Anführer der Paladine. Was ist das für eine Botschaft? Während wir reden, sammelt sich eine große Armee unter der Führung von Drachen, um das Land zu erobern. Drachen? Du sprichst von Wesen, die bisher nur in Sagen Erwähnung finden. Woher weißt du das? Xardas, der Magier, hat es mir erzählt. Er hat mich geschickt, die Paladine zu warnen. Der Dämonenbeschwörer. Er lebt also. Und er hat dich losgeschickt? Wer bist du eigentlich? Ich bin ein ehemaliger Gefangener der Strafkolonie von Korinnes. Gut. Fassen wir mal zusammen. Du bist ein ehemaliger Gefangener, der von Xardas, dem Dämonenbeschwörer, erzählt bekommen hat, dass Drachen gekommen sind, um das Land zu erobern. Und du bist gekommen, um den Paladinen davon zu berichten. Das hört sich alles sehr abenteuerlich an, aber ich kann nicht erkennen, dass du mich anlügst. Daher muss ich annehmen, dass deine Beweggründe ehrlich sind. Ich will dir eine Chance geben, dich dem Ring des Wassers anzuschließen. Erzähl mir etwas über den Ring des Wassers. Als Anwärter auf den Eintritt in unsere Gemeinschaft darfst du natürlich nicht alles wissen. Aber ich werde dir sagen, was ich kann. Wer gehört alles zum Ring des Wassers? Das wirst du erst erfahren, wenn du in den Ring aufgenommen wirst. Aber ich bin mir sicher, einige von uns wirst du schon kennengelernt haben, bis es soweit ist. Wo sind die anderen Wassermagier? Sie erforschen die Ruinen einer alten Kultur, nordöstlich von Korinnes. Wir vermuten, dass diese Ruinen den Zugang zu einem bisher unerforschten Teil der Insel darstellen. Erzähl mir mehr über den unerforschten Teil. Wenn du daran interessiert bist, dich der Expedition anzuschließen, kann ich dich mit einem Schreiben zu Saturas schicken. Du kannst natürlich nur dann teilnehmen, wenn du einer von uns bist. Natürlich. Was genau tut ihr eigentlich? Wir stehen zwischen der Ordnung Innos und dem Chaos Belias. Wenn eine der beiden Parteien die Überhand gewinnt, dann bedeutet das den Verlust der Freiheit auf der einen Seite oder das todbringende Chaos auf der anderen. Und so sorgen wir dafür, dass Gleichgewicht herrscht zwischen ihnen. Nur so ist ein Leben auf dieser Welt überhaupt möglich. Geht's auch etwas konkreter? Der Fall der Barriere hat viele Bedrohungen hervorgerufen. Die wohl offensichtlichste stellen die Banditen dar. Nicht nur, dass es fast unmöglich geworden ist, die Insel zu bereisen, ohne angegriffen zu werden. Es gibt auch noch jemanden in dieser Stadt, der die Banditen unterstützt. Wir haben herausgefunden, dass die Banditen regelmäßig von einem Waffenhändler aus Korinnes versorgt werden. Wir kümmern uns beispielsweise darum, solche Männer zu finden und sie daran zu hindern, die Stadt zu gefährden. Wenn du etwas über die Sache herausfinden kannst, lass es mich wissen. Was muss ich tun, um mich dem Ring anzuschließen? Du musst wissen, dass du große Verantwortung übernimmst, wenn du dem Ring angehören willst. Ich bin nicht gewillt, jedem, der zu uns kommt, der Bitte um Aufnahme zu entsprechen. Wenn du dem Ring angehören willst, musst du beweisen, dass du auch so handelst wie einer von uns. Und das heißt?
Bevor wir einen jungen Mann in unseren Dienst stellen, muss er etwas Großes für den Ring vollbracht haben. Erst dann kann ich in Erwägung ziehen, dich für die Erhaltung des Gleichgewichts der Kräfte auf dieser Insel einzusetzen. Ich habe viele Menschen befreit. Die Barriere ist weg. Selbst wenn du wirklich dafür verantwortlich sein solltest. Das große Ereignis im Minental hat nicht nur die Magier des Wassers und andere aufrechte Bürger wieder in die Freiheit entlassen. Die Verbrecher des ganzen Landes laufen frei in Korinis umher und bedrängen heute die Menschen dieser Stadt. Die Banditen haben schon große Landstriche in der Umgebung der Stadt eingenommen. Es ist fast unmöglich geworden, unbeschadet die Stadt zu verlassen. Ich habe den Schläfer besiegt. Ist das groß genug? Viele Geschichten erreichen meine Ohren in diesen Tagen. Auch die über die Verbannung der Bestie namens Schläfer. Dass das einzig deine Hand herbeigeführt haben soll, ist mir nicht geläufig. Obwohl deine Augen voller Überzeugung sprechen. Das verunsichert mich. Aber ich bin mir nicht sicher, dass mich meine Sinne nicht auch täuschen könnten. Was wäre denn etwas Angemessenes, das dich überzeugt? Ein großes Rätsel beschäftigt Korinis in diesen Tagen. Die Zahl der Vermissten dieser Stadt scheint fast täglich zu steigen. Wenn du es schaffen solltest, mir zu erklären, was mit ihnen geschehen ist, dann sollte dein Platz im Ring des Wassers sicher sein. Allerdings... Ja? Solltest du zuerst eine Nachricht zu den Paladinen bringen. Ich glaube, die Sache ist von äußerster Wichtigkeit. Rede mit Lord Hagen. Aber Lord Hagen wird mich nicht vorlassen. Doch, das wird er zweifelsohne tun. Wenn du einer mächtigen Gemeinschaft angehörst. Der Ring hat weitreichende Beziehungen. Wir werden dir helfen, deine Nachricht so schnell wie möglich zu überbringen. Du solltest darüber mit meinem Vertrauten Laris sprechen. Er wird dir helfen. Welcher Gemeinschaft soll ich mich anschließen? Es gibt nur drei Gemeinschaften, die mächtig genug sind. Die städtische Miliz, das Kloster der Feuermagier oder die Söldnertruppe auf dem Hof des Großbauern. Die Wahl liegt bei dir, mein Sohn. Sicher kann dir Laris bei dieser schwierigen Entscheidung zur Seite stehen. Rede mit ihm darüber. Das werde ich tun. Gibt es etwas, das mir bei der Suche helfen kann? Du bist sehr beharrlich, junger Mann. Aber mir fällt tatsächlich etwas ein, das dir deine Aufgaben erleichtern könnte. Ich werde dir dieses Erzamulett mitgeben. Du kannst es sicher gut gebrauchen. Es ist ein Amulett der suchenden Irrlichter. Es gibt nur sehr wenige dieser Art. Das Irrlicht, das in diesem Amulett innewohnt, hat ganz besondere Eigenschaften. Es kann dir helfen, Dinge zu finden, die du mit bloßem Auge oft nicht sehen kannst. Um es zu rufen, musst du das Amulett nur anlegen. Wenn es seine Kraft verliert oder du es nicht finden kannst, lege das Amulett einfach nochmal an und es wird wieder erscheinen. Das Irrlicht kann Waffen aufspüren. Bei deinen Nachforschungen über die Waffenlieferung an die Banditen könnte es dir sehr nützlich sein. Behandle es gut und es wird dich nie im Stich lassen. Ein Irrlicht in einem Amulett? Irrlichter sind bewundernswerte Geschöpfe. Sie bestehen aus reiner magischer Energie. Sie sind an das magische Erz dieser Welt gebunden. Es ist ihr Ursprung. Von ihm beziehen sie ihre Kraft. Es wundert mich nicht, dass du noch nie von ihnen gehört hast. Sie zeigen sich nur demjenigen, der ihr zugehöriges Erz trägt. Die freilebenden Irrlichter sind gewaltsam von ihrer Quelle entrissen worden und greifen jeden an, der sich ihnen nähert. Diesen bedauernswerten Kreaturen ist nicht mehr zu helfen. Du solltest ihnen besser aus dem Weg gehen. Kann das Irrlicht noch mehr? Mehr als nach Nahkampfwaffen zu suchen, meinst du? Nicht, wenn du es ihm nicht beibringst. Soviel ich weiß, ist Riordian ein Lehrmeister dieser Wesen. Er ist einer von uns und zurzeit mit Satoras unterwegs. Vielleicht kann er dir mehr dazu sagen. Danke, ich werde gut darauf achten. Ich bitte um deinen Segen. Für was soll ich dir meinen Segen geben, Fremder? Ich will als Lehrling bei einem der Meister in der Unterstadt anfangen. Geh mit dem Segen Adanos, mein Sohn. Erzähl mir über die Götter. Was genau möchtest du wissen?
Erzähl mir über Belia. Belia ist der finstere Gott des Todes, der Zerstörung und alles Widernatürlichen. Er liegt im ewigen Kampf mit Innos. Doch Adanos bewahrt das Gleichgewicht zwischen den beiden. Nur wenige Menschen folgen Belias Ruf. Doch denen, die es tun, verleiht er große Stärke. Erzähl mir über Adanos. Adanos ist der Gott der Mitte. Er ist die Waagschale der Gerechtigkeit, der Hüter des Gleichgewichts zwischen Innos und Belia. Er gebietet über die Kraft der Veränderung. Sein Geschenk ist das Wasser in allen Meeren, Flüssen und Seen. Seine Priester sind die Magier des Wassers, so wie auch ich ein Diener und Priester von Adanos bin. Erzähl mir über Innos. Also gut. Innos ist der erste und oberste Gott. Er schuf die Sonne und die Welt. Er gebietet über Licht und Feuer, die seine Geschenke an die Menschen sind. Er ist Gesetz und Gerichtsbarkeit. Seine Priester sind die Magier des Feuers, die Paladine seine Streiter. Kannst du mich heilen? Du bedarfst zurzeit nicht der heilenden Magie. Warte, wenn du Laris siehst, gib ihm dieses Ornament und sage ihm, dass es zurückgebracht werden muss. Er wird schon wissen, was er damit zu tun hat. Ich bin Hakon, der Waffenhändler. Kann ich etwas für dich tun? In diesen Tagen sollte jedermann eine Waffe tragen. Vor allem, wenn er außerhalb der Stadtmauern unterwegs ist. Erzähl mir mehr über die Gegend außerhalb der Stadt. Es ist verdammt gefährlich geworden da draußen. Zum einen wegen der Banditen und zum anderen wegen der wilden Tiere. Selbst die Tiere scheinen in diesen beschissenen Zeiten nicht genug zu fressen zu haben. Sie wagen sich immer näher an die Stadt ran. Weißt du etwas über die Paladine? Ja, die Kerle versauen mir mein Geschäft. In der ganzen Stadt kannst du höchstens noch Kurzschwerter kaufen. Alles, was länger als eine Elle ist, haben sie sich unter den Nagel gerissen. Dafür darf ich jetzt umsonst im Hotel wohnen. Puh. Wo bekommst du deine Waffen her? Harad, der Schmied, hat mich bisher immer beliefert. Jetzt produziert er nur noch für die Paladine. Er arbeitet Tag und Nacht wie bescheuert, umsonst für die Kerle. Er denkt, es wäre seine Pflicht. Alles, was ich dir anbieten kann, sind Restbestände. Was weißt du über das Verschwinden der Bürger von Korinnis? Ich habe schon viele durch das Stadttor im Osten schreiten sehen. Einige sind gekommen, die ich in meinem Leben noch nie vorher gesehen habe. Und viele sind dort hinausgegangen und kamen nie wieder. Aber neulich geschah etwas, das war schon befremdlich. Da war so ein Kerl bei mir, ich glaube Joe ist sein Name. Er prahlte damit, dass er bald zu großem Geld kommen würde. Er wüsste angeblich, wie man in einen der Stadttürme, in denen die Miliz ihre Waffen aufbewahrt, hineinkäme. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen, obwohl er mir sonst jeden Tag etwa um die gleiche Zeit über den Weg gelaufen ist. Ich habe das der Miliz gemeldet und dachte, vielleicht haben sie ihn erwischt. Und ich finde ihn da im Kerker wieder. Lord André wusste aber nicht, wovon ich rede. Er kannte den Typen nicht einmal. Was weißt du über die Banditen? Was ich von ihnen weiß? Auf dem Weg in die Stadt haben sie mich ausgeraubt. Und ich bin nicht der Einzige. Die treiben hier schon seit geraumer Zeit ihr Unwesen. Die Miliz hat zwar mal versucht, sie aufzuspüren, aber ohne Erfolg. Weißt du, wer von der Miliz an der Suche beteiligt war? Der Kerl heißt Pablo. Er war mit ein paar anderen auf der Suche nach dem Banditen. Aber gefunden haben sie nichts. Weißt du, wo ich Pablo finden kann? Er patrouilliert durch die Stadt. Du findest ihn entweder am Tempelplatz oder in der Unterstadt. Wo bist du überfallen worden? In der Nähe von Akils Hof. Geh einfach hier vorne aus dem Stadttor hinaus und folge dem Weg nach rechts. Dann kommst du nach einer Weile zu ein paar Treppenstufen.
Von dort kamen die Kerle. Ich wette, die haben in dem Wald dahinter ihr Versteck. Ich werde mich darum kümmern. Was? Du willst dich mit den Banditen anlegen? Du alleine? Du bist wohl ein guter Kämpfer, was? Wie viel ist dir die Sache wert? Das ist eine gefährliche Sache. Naja, mir soll's recht sein. Ich zahle dir 100 Goldstücke, wenn du die Banditen besiegst. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Hey! Was kann ich für dich tun? Suchst du geistigen Beistand? Willst du ein Gebet an unseren Herrn Innos richten oder etwas Gold für seine Kirche spenden? Ich muss mit dem Paladin sprechen. Kannst du mir helfen, zu ihnen zu kommen? Tja, du brauchst Zugang zum oberen Viertel. Doch der ist nur den Bürgern und der Stadtwache erlaubt. Und natürlich uns Feuermagiern. Wie kann ich Feuermagier werden? Du musst unserem Orden als Novize beitreten. Wenn du eine Zeit lang gedient hast, wirst du vielleicht in die Reihen der Magier aufgenommen. Doch bis zur Aufnahme ist es ein langer Weg des Arbeitens und Studierens. Ich will mir deinen Segen holen. Das ist gut. Dann willst du vermutlich Gold an die heilige Kirche Innos spenden, ja? Eigentlich wollte ich deinen Segen, um als Lehrling in der Unterstadt anfangen zu können. Aber mein Sohn, ohne eine bescheidene Spende an die Kirche kann ich dich unmöglich segnen. Wie soll ich mich denn sonst deiner guten Absichten gegenüber der heiligen Kirche Innos versichern? Erzähl mir mehr über das Kloster. Wir unterrichten unsere Schüler in allen Formen der Magie. Aber nicht nur das allein sind die Künste der Feuermagier. Wir verstehen uns ebenso auf die Kunst der Alchemie, wie auf das Erschaffen mächtiger Runen. Zudem keltern wir einen hervorragenden Wein. Wo kommst du her? Ich komme aus dem Kloster der Magier, das in den Bergen liegt. Wir nehmen dort jeden auf, der reinen Herzens ist und den Wunsch verspürt, unserem allmächtigen Herrn Innos zu dienen. Wie viel ist denn eine übliche Spende? Nun, das kommt darauf an, welchen Teil du geben willst. Lass mich sehen, was du dabei hast. Ah ja, du hast über 100 Goldstücke. Der Herr sagt, gebt, wenn ihr habt. Die Kirche empfängt deine großzügige Spende. Ich segne dich im Namen Innos, denn er ist das Licht und die Gerechtigkeit. Was machst du in der Stadt? Ich führe Gespräche mit den Paladinen und stehe den Bürgern mit meinem Rat und helfenden Worten zur Seite. Gerade in diesen schwierigen Zeiten ist es unsere Pflicht, für das Volk da zu sein und den Bedürftigen zu helfen. Erzähl mir von Innos. Innos, unser allmächtiger Herr, ist das Licht und das Feuer. Er wählte den Menschen als sein Werkzeug und gab ihm die Magie und die Gesetze.
In seinem Namen handeln wir. Nach seinem Willen sprechen wir Recht und sein Wort wird verkündet. Enos zum Gruß, Fremder. Wenn du ein gutes Sortiment für Reisende suchst, dann bist du bei mir richtig. Aber ich warne dich. Wenn du vorhast, dich bei mir zu bedienen, ohne zu bezahlen, rufe ich die Stadtwache. Moment mal. Sehe ich etwa aus wie ein Dieb? Ha, du wärst nicht der Erste, der sich heute an meinen Sachen bereichert. Du bist bestohlen worden? Beweisen kann ich's nicht. Der Typ war verdammt clever, hat sich vorgestellt als Rengaru, wenn das überhaupt sein richtiger Name war. Treibt sich schon die ganzen letzten Tage am Marktplatz rum. Und jeden Abend säuft er sich einen an am Bierstand die Straße runter. Ich wette, der Mistkerl versäuft mein Geld. Hab nur mal einen Moment nicht aufgepasst und mein Geldbeutel war weg. Ich könnte dir dein Gold wieder beschaffen. So? Und warum solltest du das tun? Ich will einen Teil des Goldes als Belohnung. Sieh erst mal zu, dass du mein Geld wieder beschaffst. Dann unterhalten wir uns über deine Belohnung. Warum hast du nicht die Stadtwache gerufen? Die Stadtwache reagiert nur, wenn ein Dieb auf frischer Tat ertappt wird. Und als ich gemerkt habe, dass mein Geldbeutel fehlt, war der Mistkerl schon wieder weg. Wie viel Gold war in dem Beutel? 50 Goldstücke. Das ist eine verdammte Menge in diesen beschissenen Zeiten. Ich werde mal sehen, was ich machen kann. Sei vorsichtig. Wenn du den Mistkerl einfach umhaust, werden die Stadtwachen eingreifen. In letzter Zeit ging es jetzt ziemlich rau zu und seit die Paladine da sind, greifen die Wachen bei Schlägereien in der Stadt hart durch. Also lass dir was einfallen. Werde ich. Zeig mir deine Ware. Warte mal. Ich bin Zuris, Meister der Tränke. Benötigst du eine Essenz der Heilung oder ein magisches Elixier? Dann bist du bei mir richtig. Zeig mir deine Ware. Gerade jetzt habe ich neue Tränke bekommen. Mein Gastmeister Daron, der Feuermagier, hat sie mir aus dem Kloster mitgebracht. Stellst du deine Tränke selbst her? Nein, ich beziehe sie entweder aus dem Kloster oder kaufe sie von Constantino, dem Alchemisten. Wenn du an der Herstellung von Tränken interessiert bist, dann sprich mit ihm. Er braucht einen Gehilfen. Aber er ist zu eigensinnig, um selbst jemanden einzustellen. Er ist halt störrisch wie ein Maulesel. Er kommt immer bei mir vorbei, wenn er draußen vorm Osttor Pflanzen für seine Tränke sammelt. Wo genau sammelt Constantino seine Kräuter? Er geht immer durch das östliche Stadttor hier und verschwindet dann nach links in die Wildnis. Er hat mal erzählt, dass in der Gegend dort so ziemlich alles wächst, bis auf Kronstöckel. Hat Constantino auch erzählt, wo man Kronstöckel findet? Ich habe ihn mal sagen hören, dass das Zeug in der Nähe von Steinkreisen wächst. In der Nähe von Lobards Hof, das ist der Hof draußen vor dem anderen Stadttor, ist einer dieser Steinkreise. Er liegt auf einem Hügel, glaube ich. War mal ein Grab oder sowas. Was suchst du hier? Geh! Na bitte, geht doch. Ehrlich, ich hab's selbst erlebt. Na bitte, geht doch. Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? Das habe ich. Will auf das Geschäft. Als die Paladine kamen, dachte ich, das wäre eine gute Gelegenheit, Geschäfte zu machen. Aber sie lassen sich ihre Waffen von Harad herstellen und weder Hakon noch ich verdienen auch nur ein Goldstück an ihnen. Dazu kommt noch, dass die Nahrungsversorgung durch die Bauern ausbleibt und alles teurer geworden ist. Da ist es nur ein kleiner Trost, dass die Paladine meine Hotelrechnung bezahlen. Ach, erzähl mir nicht sowas. Was ist das Problem mit den Bauern?
Sie weigern sich, ihre Erträge zu liefern. Jetzt, da keine Schiffe mehr anlegen, ist die Stadt natürlich auf die Versorgung durch die Bauern angewiesen. Und Ona, der größte Bauer, hat sich Söldner angeworben, die seinen Hof vor den Stadtwachen beschützen. Die würden sich die Waren sonst einfach holen. Aber die Söldner bewachen nicht nur den Hof von Ona. Sie kommen bis zu den kleinen Höfen in der Nähe der Stadt heran, um die Bauern dort einzuschüchtern. Als ich an Akils Hof vorbeigekommen bin, habe ich sie gesehen. Ich möchte jetzt nicht in seine Haut stecken. Wo finde ich Akils Hof? Wenn du aus dem östlichen Stadttor hier rausgehst und dem Weg rechts hoch folgst, kommst du zu einer Treppe. Die führt hoch zu Akils Hof. Aber da würde ich jetzt nicht hingehen. Die Söldner sind bestimmt noch da. Zeig mir deine Ware. Das ist ja schrecklich. Und es wird noch viel schlimmer. Soll ich mich denn auch alles kümmern? Das weiß doch inzwischen jeder. Das ist ja schrecklich. Jora meinte, du hättest sein Gold. Verdammt, nichts wie weg! Hey du, ich habe ein Angebot für dich. Was willst du? Ich will meinen alten Stand am Marktplatz zurück. Den hat sich Sarah unter den Nagel gerissen. Aber sie hat lange genug dort gestanden. Ich will, dass sie den Stand aufgibt. Und welche Rolle spiele ich dabei? Ich gebe dir einen Brief, den schiebst du ihr in die Tasche. Dann gehst du zu André und erzählst ihm, dass Sarah Waffen an Onar verkauft. Sie landet im Gefängnis, du kassierst das Kopfgeld und ich kriege den Stand. Du hast 2 Tage Zeit, das zu erledigen. Was würde für mich dabei rausspringen? Wenn ich den Stand habe, bekommst du eine Waffe von mir. Und zwar eine verdammt gute. Nein, darauf lasse ich mich nicht ein. Das war die falsche Entscheidung, Junge. Wir sprechen uns wieder. Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Ich muss weiter. Von mir aus. Willkommen, Fremder. Mein Name ist Baltram. Bist du gekommen, um dich mit Nahrung einzudecken? Da muss ich dich leider enttäuschen. Ich habe momentan nicht viel auf Lager. Aber bald bekomme ich eine weitere Lieferung. Zeig mir deine Ware. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Ich glaube, dann. Hast du einen Job für mich? Nein, ich habe schon einen Boten. Probier's doch mal bei den anderen Händlern. Das weiß doch inzwischen jeder. Was gibt's Neues? Ich hoffe, dass die Miliz endlich herausfindet, warum die Bevölkerung von Korinis immer kleiner wird. Man muss ja Angst um sein Leben haben, wenn man so hört, dass schon so viele vermisst werden. Was gibt... Ich hoffe, man... Hab ich dich. Was willst du von mir? Du hast am helllichten Tag Jora beklaut. Und der hat dich auch noch dabei gesehen. Also abgesehen davon, dass du ein mieser Dieb bist, würde ich sagen... Du gibst mir jetzt Joras Gold. Hier hast du die Kohle, Mann. Aber jetzt lass mich laufen. Ich tue es auch nie wieder. Ich sollte dich der Miliz übergeben. Was willst du denn noch? Ich hab nichts mehr. Lass mich laufen, Mann!
Ich werde dafür sorgen, dass du in den Knast kommst. Ich will keinen Ärger mehr. Wenn du meinst, du musst das tun, dann lass dich nicht aufhalten. Aber sieh dich vor. Meinen Freunden wird das nicht gefallen, was du hier abziehst. Hört ihr Bewohner von Korinis? Auf ausdrückliche Anordnung des ehrenwerten Lord Hagens ergeht folgender Erlass. Jeder Bewohner der Stadt hat sich aufgrund der drohenden Gefahr eines Orkangriffs entsperrt. Was macht die Pflicht? Diese Burschen schwingen ihre Schwerter wie Bauern. Aber wenn ich mit ihnen fertig bin, wird jeder einzelne von ihnen ein zäher, harter Hund sein. Ich will mich der Miliz anschließen. So? Bist du denn Bürger der Stadt? Nein. Dann wird Lord André dich nicht nehmen. Du kannst ja mal mit ihm reden. Aber ich denke nicht, dass er für dich eine Ausnahme macht. Wie ist es bei der Miliz? Lord André ist jetzt unser Kommandant. Vorher unterstand die Miliz dem Statthalter. Haha, der hatte keine Ahnung von dem, was wir hier tun. Aber Lord André weiß, was er tut. Er sorgt gut für die Männer. Jeder, der hier anfängt, kriegt eine vernünftige Rüstung und eine gute Waffe. Und es gibt Prämien, wenn man seine Arbeit gut gemacht hat. Für jeden gefassten Verbrecher zahlt er ein Kopfgeld aus. Kannst du mich auch im Schwertkampf trainieren? Lord André hat angeordnet, dass wir hier jeden trainieren, der in der Lage ist, die Stadt zu verteidigen. Das gilt allerdings nur für die Kampfausbildung. Alle anderen Arten von Training sind der Miliz vorbehalten. Kannst du wenigstens halbwegs mit einer Waffe umgehen? Ich denke schon. Na gut. Du kannst anfangen, wenn du bereit bist. Wo liegt der Vorteil von Einhand- oder Zweihandwaffen? Ganz einfach. Mit einer Einhandwaffe bist du schneller. Das kann ein erheblicher Vorteil im Kampf sein. Zweihandwaffen sind behäbiger. Du musst vorausschauender kämpfen, richtest aber bei einem Treffer mehr Schaden an. Womit sollte ich beginnen? Mit Einhand- oder mit Zweihandwaffen? Das kannst du halten, wie du willst. Wenn du dich nur auf eine Waffengattung spezialisierst, lernst du die andere automatisch mit. Wenn du zum Beispiel ein guter Kämpfer mit der Einhandwaffe bist, aber noch ein Anfänger mit der Zweihandwaffe, wirst du bei allem, was du an Training mit Einhandwaffen investierst, auch mit Zweihandwaffen besser werden. In diesem Fall ist das Training für dich anstrengender, als wenn du die beiden Waffenarten abwechselnd trainierst. Fang einfach an, dann wirst du schnell begreifen, wovon ich rede. Lass uns mit dem Training beginnen. Enos sei mit dir, Fremder. Was führt dich zu mir? Ich habe eine wichtige Nachricht für Lord Hagen. Nun, du stehst vor einem seiner Männer. Worum geht es? Es geht um ein heiliges Artefakt, das Auge Innos. Das Auge Innos? Ich habe nie davon gehört. Aber das muss nichts heißen. Wenn es wirklich ein Artefakt gibt, das diesen Namen trägt, wissen sowieso nur die höchsten Mitglieder unseres Ordens etwas darüber. Eben darum muss ich ja mit Lord Hagen selbst reden. Lord Hagen empfängt nur Paladine oder diejenigen, die im Dienst der Paladine stehen. Es ist unter seiner Würde, sich mit Vertretern des gemeinen Volkes abzugeben. Ich will mich in den Dienst der Paladine stellen. Gut. Ich kann jeden tauglichen Mann hier gut gebrauchen. Egal, aus welchen Gründen er uns beitritt. Wenn du dich in den Dienst der Paladine stellst, werde ich dir zu einer Audienz bei Lord Hagen verhelfen. Ich habe jedoch meine Befehle, nur Bürger der Stadt bei der Miliz aufzunehmen. Mein Kommandant befürchtet, dass sich Spione oder Saboteure bei uns einschleichen könnten. Auf diese Weise will er das Risiko begrenzen. Du musst also zuerst Bürger der Stadt werden. Über den Sinn dieser Regel lässt sich sicherlich streiten, aber Befehl ist Befehl. Gibt es keinen schnelleren Weg, mich euch anzuschließen? Aha. Das ist dir wirklich ernst, oder? Gut. Hör zu, ich habe ein Problem. Wenn du es für mich löst, werde ich dafür sorgen, dass du bei der Miliz aufgenommen wirst. Aber das Wichtigste ist, du darfst mit niemandem darüber reden. Was ist dein Problem? In letzter Zeit häufen sich die Diebstähle in der Stadt. Wir konnten bisher niemanden fassen. Die Diebe gehen einfach zu geschickt vor. Die Mistkerle verstehen ihr Handwerk. Ich bin mir sicher, dass es sich um eine organisierte Bande handelt. Es würde mich nicht wundern, wenn es in Korinis eine Diebesgilde gäbe. Finde die Drahtzieher der Bande und bringe sie zur Strecke.
Dann werde ich dafür sorgen, dass du bei der Miliz aufgenommen wirst, egal ob du Bürger bist oder nicht. Aber du musst über unsere Abmachung schweigen. Wo fange ich an, nach den Dieben zu suchen? Wenn ich das wüsste, würde ich selber dorthin gehen. Ich kann dir nur so viel sagen. Wir haben vor kurzem das gesamte Hafenviertel auf den Kopf gestellt und nichts, aber auch gar nichts gefunden. Die Leute dort sind auch nicht sehr gesprächig, vor allem nicht, wenn man die Rüstung eines Paladins trägt. Aber du bist von außerhalb. Dir werden sie nicht so schnell misstrauen. Du könntest dich zuerst am Hafen umhören, aber sei vorsichtig. Wenn die Leute dort mitbekommen, dass du für die Paladine arbeitest, erfährst du nichts. Warum seid ihr Paladine in der Stadt? Die Ziele unserer Mission unterliegen der Geheimhaltung. Ich kann dir nur so viel sagen, dass keine Gefahr für die Bürger der Stadt besteht. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Was mache ich, wenn ich einen der Diebe gefunden habe? Wenn es sich um einen Handlanger handelt, einen Hehler oder einen kleinen Fisch, solltest du dich am besten auf keinen Kampf einlassen. Komm lieber zu mir und erstatte mir Bericht. Ich werde mich dann darum kümmern, dass der Kerl hinter Gitter kommt. Bei einem offenen Kampf könnten die Stadtwachen einschreiten und du wirst keine Gelegenheit haben, ihnen zu erklären, was Sache ist. Außerdem gibt es für jeden schrägen Vogel, den du hinter Gitter bringst, ein Kopfgeld. Wenn du allerdings das Versteck der Drahtzieher findest, nun, dann wirst du vermutlich nicht um einen Kampf herumkommen. Was erwartet mich bei der Miliz? Um das gleich klarzustellen, Soldat der Miliz zu sein bedeutet weit mehr, als nur mit einer Uniform durch die Stadt zu spazieren. Das ist ein dreckiger und auch blutiger Job. Wenn du einmal dabei bist, wartet ein Haufen Arbeit auf dich. Aber es lohnt sich. Neben dem Sold bekommst du vielleicht irgendwann einmal die Chance, ein heiliger Streiter Innos zu werden. Ich bin bereit, mich der Miliz anzuschließen. Mag sein, aber du bist noch kein Bürger dieser Stadt. Und ich habe meine Befehle. Ich will das Kopfgeld für einen Verbrecher kassieren. Rengaro hat den Händler Jora bestohlen. Er wollte abhauen, aber ich habe ihn erwischt. Gut, meine Männer haben ihn schon aufgegriffen. Er wird die nächste Zeit niemanden mehr bestehlen. Hier hast du dein Geld. Zu übertragen. Der ehrenwerte Lord André ist angewiesen worden, jegliches Vergehen oder Widerstand gegen die Garde des Königs aufs Schwerste zu bestrafen. Jeder Bewohner von Korinis, der sich eines Verbrechens schuldig macht, hat sich umgehend bei Lord André zu melden. Hört ihr Bewohner von Korinis, auf ausdrückliche Anordnung des ehrenwerten Lord Hagens ergeht folgender Erlass. Jeder Bewohner der Stadt hat sich aufgrund der drohenden Gefahr eines Orkangriffs entsprechend vorzubereiten. Jeder hat sich ab sofort in den Fertigkeiten des Kampfes zu üben und sich angemessen zu bewaffnen. Stör mich nicht, ich bin im Dienst. Hey. Was machst du hier? Ich bin Novize und komme vom Kloster. Ich erledige die Botengänge für die Magier und auch die Paladine. Ich habe die drei Wirte in der Stadt mit Wein aus dem Kloster versorgt. Wer sind die drei Wirte? Das ist zum einen der gute Mann hier hinter dem Tresen. Dann gibt es noch Coragon, der seine Taverne am Tempelplatz hat, und Cardiff, der Wirt von der Kneipe im Hafenviertel. Was kannst du mir über das Kloster erzählen? Wir Novizen suchen Erleuchtung im Gebet zu Innos und lernen von den Magiern die Grundsätze des Glaubens. Wir dienen ihnen, so wie wir Innos dienen, und bereiten uns auf den Bund mit dem Feuer vor. Bring mich zum Kloster. Vergiss es.
Weißt du, wie viel Viechern ich auf dem Weg ausgewichen bin? Wenn ich an diese ganzen Blutfliegen, Wölfe und Goblins denke, dann bin ich froh, dass ich nicht mehr weg muss. Außerdem kannst du eh nicht ins Kloster. Warum nicht? Der Zugang ist nur den Magiern, Paladinen und Novizen erlaubt. Wie kann ich Novize werden? Wenn ein Mann den tiefen Wunsch verspürt. Hey, sag mir einfach nur, was die Bedingungen sind. Du brauchst die Gaben. Ein Schaf und 1000 Goldstücke. Wo soll ich so viel Gold hernehmen? Da du offensichtlich niemanden kennst, der das mal eben für dich bezahlt, musst du halt arbeiten gehen. Woher kriege ich ein Schaf? Von den Bauern natürlich. Aber umsonst wirst du das nicht bekommen. Hört ihr Bewohner von Korinis? Auf ausdrückliche Anordnung des ehrenwerten Lord Hagens. Wie sieht's aus? Ergeht solange die Paladine keine neue Aufgabe für mich haben, kann ich mir hier ein paar Biere genehmen. Was will man mehr? Alle du arbeitest für die Paladine? Stadt, die ja, ich mache Ihnen Meldung über die Situation in der Stadt. Der königlichen Miliz beizutreten. Wie ist die Situation mit den Orks? Kein Grund zur Besorgnis. Wir von der Stadtwache und die Paladine haben alles im Griff. Geh nach Hause und lass uns unsere Arbeit machen. Wir passen schon auf die Stadt und ihre Bürger auf. Willst du noch ein Bier? Klar will ich noch ein Bier. Besorg mir eins. Hey! Willst du noch ein Bier? Es geht doch nichts über ein kühles Pilz. Du wolltest gerade was über die Orks erzählen. Ach ja, richtig. Die Orks sind überhaupt keine Bedrohung für die Stadt. Die sitzen im Minental fest und der Pass wird von den Paladinen gehalten. Da kommt nicht mal eine Fleischwanze durch. Willst du noch ein Bier? Einen guten Schluck kann ich wohl vertragen. Es wurde ja schon ein Ork vor der Stadt gesehen. Ja, ja, der gefährliche Ork vor der Stadt. Ein wahres Monster von Ork. Er wird die Stadt bestimmt bald angreifen. Hör zu, wir werden diesen dicken Ork in seinen dicken Hintern treten, wenn er der Stadt zu nahe kommt. Alles klar? Verstehe. Hört ihr Bewohner, die Sicherheitsmaßnahmen, die Torwachen sind angewiesen, das Gesetz in aller Strenge auszulegen, um unerlaubtes Eindringen zu verhindern. Hey, willst du noch ein Bier? Ein leckeres, herbes Pilz ist doch das Beste. Weißt du, man trifft nicht oft jemanden, der einem ein Bier ausgibt. Du bist in Ordnung. Willst du noch ein Bier? Ein leckeres, herbes Pilz ist doch das Beste. Weißt du, man trifft... Hey, komm näher. Mach mal Pause und trink mal einen kühlen Schluck Bier. Lord André hat ein paar Fässer Freibier gestiftet. Wie sieht's aus? Du kommst wohl nicht von hier, was? Mach dir nichts draus, ich auch nicht. Wo hast du dich vorher rumgetrieben? In den Wäldern. Dort habe ich Scavenger und Wölfe gejagt, zusammen mit ein paar anderen Jägern. Aber das habe ich aufgegeben. Die Zeiten sind gefährlich. Da draußen läuft viel zu viel Gesindel rum. Wo kann ich die anderen Jäger finden? Wir hatten unser Lager draußen, in der Nähe der Taverne, auf halbem Weg zu Onas Hof. Aber ob jetzt noch einer im Lager ist, weiß ich nicht. Bis vor einigen Tagen waren wir noch zu zweit hier in der Stadt. Mein Freund Troka ist ein hervorragender Jäger. Bospa sagte, du hättest für ihn gearbeitet. Ja, hab ich. Aber ihn haben nur seine scheiß Fälle interessiert. Ich hab ihm gesagt, wie gefährlich es da draußen geworden ist. Er hat mir gar nicht richtig zugehört. Naja, immerhin hat er gut gezahlt. Darüber konnte ich mich nie beklagen. Kannst du mir sonst noch etwas über ihn erzählen?
Letztens wurde Bosper einer seiner Bögen gestohlen, am helllichten Tage. So ein Typ ist einfach bei ihm reinmarschiert und hat sich einen Bogen mitgenommen. Die Diebe werden auch immer dreister. Kannst du mir etwas über die Jagd beibringen? Ich kann dir beibringen, wie du dich richtig anschleichst und wie du mit dem Bogen umgehst. Ich will besser mit dem Bogen umgehen können. Okay, dann lass uns mal sehen, ob ich dir was beibringen kann. Wo ist denn Freund Trocker jetzt? Tja, das ist eine merkwürdige Geschichte. Erst bis vor einigen Tagen noch standen wir beide an der Theke in Coragons Taverne und sprachen über die Jagd. Frag mich nicht, was dann passierte. Ich hatte schon einiges getrunken. Ich weiß nur noch, dass Troka sagte, er wolle eben ein paar Sumpfkrautstängel besorgen und kam nicht wieder. Wo bekommt man den Sumpfkrautstängel? Soviel ich weiß, irgendwo am Hafen. Hast du nicht nach ihm gesucht? Das nicht. Aber ich hab's der Miliz gemeldet. Die haben ihn aber auch noch nicht finden können. Will nicht hoffen, dass ihn ein Wolf angefallen hat oder noch Schlimmeres. Ich hab Angst, dass ich eines Tages bei der Jagd über seine Leiche stolpere. Ich fürchte, das würde ich nicht verkraften. Was ist, wenn wir zusammen auf die Jagd gehen? Zu zweit ist es nicht mehr so gefährlich, das stimmt schon. Verstehst du denn was vom Jagen? Ich meine, weißt du, wie man Tieren das Fell abzieht? Ja. Na gut, aber ich will 50 Goldstücke sehen. Dafür kannst du dann die Felle behalten und an Bosper verkaufen. Ist ein fairer Deal, oder? Später. Hört ihr Bewohner von Corinne? Merkwürdig. Es scheint mir so, als wäre ich dir schon einmal begegnet, Reisender. Nun, groß sind die Geheimnisse von Zeit und Raum. Oh, verzeih mir meine Unhöflichkeit, so mit Geduld. Ich habe dich noch gar nicht begrüßt. Willkommen, Freund. Nimm Platz auf meinen bescheidenen Teppichen und genieße in Ruhe eine Pfeife. In den umliegenden Gebieten strengstens untersagt. Wer bist du? Mein Name ist Abu Djin ibn Jadir ibn Omar Khalid ben Hajj al-Sharidi. Ich bin Seher und Weissager, Sterndeuter und Tabakanbieter. Was für ein Kraut bietest du an? Meine Pfeifen sind gefüllt mit würzigem, erfrischendem Apfeltabak. Du darfst dich jederzeit bedienen, Sohn der Abenteuer. Hast du auch anderen Tabak? Ich stelle nur den besten Tabak zur Verfügung. Diese Apfelmischung ist eine Sinfonie aus meiner Heimat, den südlichen Inseln. Aber natürlich bin ich jederzeit bereit, anderen Tabak auszuprobieren, sofern es jemandem gelingt, einen wirklich guten Tabak herzustellen. Wie geht das? Nimm als Grundlage meinen Apfeltabak und dann versuche ihn mit einer anderen Zutat zu kombinieren. Das machst du an einem Labortisch, vorausgesetzt, du beherrschst die Grundkenntnisse der Alchemie. Woher bekomme ich Apfeltabak? 2 Portionen gebe ich dir, magst du damit in deiner Weisheit tun, was immer du willst. Wenn es dich nach mehr verlangt, dann necke deine Schritte zu Zuris, dem Meister der Tränke. Er stellt diesen Tabak her und verkauft ihn auch. Kannst du mir eine Weissagung geben? Meine Dienste stehen dir für bescheidenen Lohn zur Verfügung, o Vater der Großzügigkeit. Wie viel willst du haben? Für bescheidene 25 Münzen werde ich für dich einen Blick in die Zeit riskieren. Doch bedenke, die Zukunft ist immer ungewiss und ich bin nur in der Lage, Bruchstücke aus der Zeit zu erfassen. Erzähl mir von der Zukunft. Gut, Suchen deines Wissens. Ich werde mich nun in Trance begeben. Bist du bereit?
Sie bewachen einen Zugang, ein alter Stollen, das Tal der Minen. Männer mit strahlenden Rüstungen. Ein Magier. Dein Freund ist bei ihnen. Er wartet auf dich. Feuer! Ein Angriff, ein mächtiges Wesen. Die Flammen. Viele werden sterben. Was ist das? Eine Stadt. Ruinen. Quahotronen jagen da. Er wird gerufen. Quahotronen jagen da. Tut mir leid. Die Vision ist vorüber. Ich sehe nichts mehr. Kannst du mir noch eine Weissagung geben? O Sohn der geheimnisvollen Zukunft, es ist mir nicht möglich, den Schleier der Zeit zu lüften. Erst wenn die Zeit mir ein weiteres Zeichen schenkt, kann ich wieder für dich sehen. Wann wird das sein? Wenn die Zukunft zur Gegenwart geworden ist und du deine Reise fortgesetzt hast. Hört ihr Bewohner von Korinis. Auf ausdrückliche Anordnung des ehrenwerten Lord Hagens ergeht folgender Erlass. Aufgrund der allgemeinen Lage zu eurem eigenen Schutz sind die Wälder und Wildnis in der Umgebung der Stadt zu meiden. Hey du, warte mal. Du kommst mir bekannt vor. Was willst du? Irgendwo habe ich dein Gesicht schon einmal gesehen. Ah, richtig. Hier, dieses Bild haben wir bei ein paar Banditen gefunden, die wir vor einigen Tagen aufgegriffen haben. Das sieht dir ziemlich ähnlich. Anscheinend haben die Kerle dich gesucht. Da wäre ich jetzt gar nicht von alleine drauf gekommen. Sehr witzig. Was wollten diese Kerle von dir? Frag sie doch selbst. Ihr habt sie doch sicher eingelocht, oder? Nein. Die sind tot. Dann werden wir es wohl nie erfahren. Falls du in Schwierigkeiten stecken solltest, sprich mal mit Lord André. Vielleicht kann er dir helfen. Du findest ihn in der Kaserne. Was weißt du über die Banditen? Sie kommen alle aus der verdammten Minenkolonie. Aber es gibt etliche Splittergruppen. Einige haben sich in die Berge verkrochen und wieder andere haben sich dem Großbauer Ona angeschlossen. Aber am meisten Probleme machen die Banditen, die sich in der Nähe der Stadt herumtreiben. Sie sind der Grund dafür, dass sich keiner der Händler mehr vor die Stadttore traut. Wie ist die Lage? Zurzeit ist es ruhig. Nur die Banditen vor der Stadt machen uns Probleme. Was weißt du über die Banditen, die den Händler Harkon überfallen haben? Ach, die Sache. Hör bloß auf. Soviel wir wissen, gehen eine ganze Menge der Händlerüberfälle auf ihr Konto. Diese Ratten haben sich in ihrem Loch verkrochen und trauen sich nicht mehr raus. Einmal konnten wir sie aufspüren und verfolgen. Aber im Wald vor der Stadt haben wir die Verfolgung abgebrochen. Da treiben sich zu viele Viecher rum. Das ist viel zu gefährlich. Aber da ist noch eine Sache. Ein paar der gestohlenen Waren sind in Korinis aufgetaucht. Das heißt, Sie wissen, wie Sie die Ware in die Stadt bringen und sie verkaufen können? Ja, wir vermuten, dass Sie einen Hehler in der Stadt sitzen haben. Aber bisher ist es uns nicht gelungen, den Kerl zu erwischen. Falls du in der Sache was rauskriegen solltest, bei Lord André gibt's ein schönes Kopfgeld für den Hehler. Woher kamen die Banditen, die meinen Steckbrief dabei hatten? Wir haben sie in der Nähe des Großbauern aufgegriffen. Aber sie sahen nicht aus wie Onas Leute. Ich denke, sie gehören zu einer kleineren Gruppe, die sich irgendwo in der Nähe von Onas Hof in den Bergen verkrochen hat. Aber wenn du vorhast, da hinzugehen, muss ich dich warnen. Die Halsabschneider machen mit jedem kurzen Prozess. Ich werd's mir merken. Hey. Wie steht es mit deiner Zustimmung, Meister? Hat dir Vatras seinen Segen gegeben? Ja. Und hast du dir auch den Segen eines Priesters Innos geholt? Ja, das habe ich. Dann sollst du auch meinen Segen haben. Für welchen Weg du dich auch entscheiden magst, verrichte dein Handwerk gut, mein Junge. Deine Nichte hatte 100 Goldstücke bei sich. Was? Diese kleine Schlange, das war mein Gold. Sie hat es aus meiner Truhe genommen. Gib es mir zurück. Ich muss zuerst Lema bezahlen. Matteo kann sein Geld später bekommen. Ich habe Matteo sein Gold schon gegeben. Verdammt. Na gut, Schulden sind Schulden. Immerhin hast du das Geld nicht behalten. Dafür muss ich dir wohl danken.
Kannst du mir beibringen, wie man Schlösser knackt? Du hast Grittas Schulden bei Matteo bezahlt. Scheinst mir ein anständiger Kerl zu sein. Ich werde dir beibringen, was du wissen wirst. Allerdings kann ich es nicht umsonst tun. Ich habe immer noch einen Haufen Schulden und brauche das Geld. Wie viel verlangst du? 200 Goldstücke. Vielleicht später. Was willst du? Ich wollte mich hier mal umsehen. Und wo genau willst du hin? Was gibt es denn hier Interessantes zu sehen? Hier gibt's einen Puff und eine Kneipe. Der Wirt heißt Cardiff. Wenn du Informationen willst, dann sprich mit ihm. Er ist der richtige Mann dafür. Brauchst du eigentlich Geld? Hast du was zu verschenken? Nein. Aber direkt hier gegenüber ist das Haus von Lema, dem Geldverleiher. Er wird dir sicher ein paar Goldstücke geben. Geh nur zu ihm. Arbeitest du für Lema? Schlaues Kerlchen. Eigentlich war ich auf dem Weg ins obere Viertel. Ja klar, und ich wollte gerade aufs Schiff und mich zu meiner Audienz beim König bringen lassen. Leute wie du und ich kommen nicht mehr ins obere Viertel, seit die Paladine da sind. Bist du Bürger dieser Stadt? Wenn du meinst, ob ich hier wohne, ja. Aber ins obere Viertel lassen sie mich deswegen noch lange nicht. Nur die feinen Pinkel oder die Händler und Handwerker aus der Unterstadt kommen da noch rein. Die Leute aus dem Hafenviertel haben in Korinnis nicht viel zu melden. Hier gibt's noch nicht mal eine regelmäßige Milizpatrouille. Ist hier in letzter Zeit was Aufregendes passiert? Die Stadtwache hat vor kurzem das ganze Hafenviertel auf den Kopf gestellt. Sie waren auf der Suche nach Diebesgut. In letzter Zeit gab's eine Menge Diebstähle hier, vor allem in den besseren Vierteln. Klar, dass sie das alles auf die armen Schlucker im Hafen schieben wollen. Ist hier in letzter Zeit... Die Stadtwache hat... Sie. Das ist mal wieder typisch. Wie sieht's aus? Wie viel willst du? Was heißt, wie viel? Ich bin der Geldverleiher und du kommst zu mir. Was wirst du schon von mir wollen? Geld natürlich. Leih mir Geld. Klar. Wie viel willst du haben? Ich berechne 20%. Ich überleg's mir nochmal. Was denn jetzt? Verschwende nicht meine Zeit. Du siehst recht mitgenommen aus. Lange nicht geschlafen, wie? Zu lange, würde ich sagen. Komm ruhig näher. Bei mir wirst du finden, was du suchst. Zeig mir deine Ware. Du sagst, du hast, was ich brauche. Auch Informationen? Aber ja doch. Was willst du wissen? Gibt es noch andere Händler hier im Hafen? Wenn du dich an der Kaimauer links hältst, findest du meinen Mann Halvor. Er verkauft Fische. Auf der anderen Seite gibt es da noch Brahim, den Kartenzeichner. Kennst du jemanden aus dem oberen Viertel? Wenn ich jemanden dort kennen würde, dann würde ich hier sicher nicht stehen, mein Junge. Was gibt es hier im Hafen Interessantes zu sehen? Nun, wenn du etwas erleben willst, dann geh doch einfach rüber zu Cardiffs Hafenkneipe an der Kaimauer. Da ist immer was los. Du kannst es kaum verfehlen. Der Kerl, der da am Eingang steht, wird dich sicher darauf aufmerksam machen. Ansonsten gibt es da noch das große Schiff der Paladine, die stattliche Kriegsgaleere des Königs. Wirklich sehenswert. Wenn du dich an der Kaimauer links hältst und unter der hohen Felswand hindurchgehst, wirst du es finden. Ist hier in letzter Zeit was Aufregendes passiert? Kann man wohl sagen. Ist noch gar nicht lange her. Ein Dieb ist hier vorbeigerannt. Er hatte wohl in der Unterstadt einen Bogen gestohlen. Die Miliz kam natürlich wie immer viel zu spät. Er ist ihnen entkommen, ist einfach ins Hafenbecken gesprungen und weg war er.
Hey, ich kenne dich nicht. Was willst ist du hier? Das wirklich wahr? Willst du in die Kneipe? Mich brauchst du das nicht zu fragen. Das ist eine schlimme Sache. Ach, das hier ist die Hafenkneipe. Ich dachte schon, das wäre das Haus des Statthalters. Hey, spar dir deine schlechten Sprüche, Kleiner, sonst schmeckst du gleich den Staub der Straße. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Möglich ist alles. Reg dich nicht auf, ich will nur ein Bier trinken. Okay, aber der Eintritt kostet dich 50 Goldstücke. Vergiss es, du kriegst nicht ein Goldstück. Dann nehme ich mir halt alles, was du hast, sobald du im Staub vor mir liegst. Hau drauf! Nicht schlecht. Verrückt, was machst du denn hier? Hey Lars, alter Gauner, wie bist du hierher gekommen? Ich konnte gerade noch rechtzeitig aus dem Minental fliehen, zusammen mit Lee und ein paar anderen Jungs. Du kannst dich doch noch an Lee erinnern, oder? Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Lee? Du hast wohl eine Menge mitgemacht, was? Lee war der Anführer der Söldner im neuen Lager. Ich bin damals mit ihm aus der Kolonie abgehauen. Kurz nachdem die Barriere zerstört wurde. Er ist jetzt mit seinen Jungs auf dem Hof von Onar, dem Großbauern. Er hat einen Deal mit dem Bauern gemacht. Er und seine Jungs verteidigen den Hof und Onar füttert sich dafür durch. Man weiß gar nicht mehr, wie man noch glauben kann. Vatras schickt mich. Er sagt, ich soll zu dir kommen, wenn ich Hilfe brauche. Ach, bei Vatras warst du also auch schon. Du musst ja einen bleibenden Eindruck bei ihm hinterlassen haben. Sonst hätte er sicherlich nicht so bereitwillig meinen Namen genannt. Vor allem nicht, weil die Sache mit den verschwundenen Leuten immer noch nicht geklärt ist. Sag mir, was du brauchst. Von mir erfährt keiner das. Vatras gab mir dieses Ornament für dich mit. Er sagt, es soll zurückgebracht werden. Ach, natürlich, es bleibt mal wieder an mir hängen. Hätte ich mir ja denken können. Ich muss damit über die halbe Insel rennen, um es den Wassermagiern zu bringen. Ich werde das Ornament für dich hinbringen. Ich glaube, es ist besser, wenn ich es selbst überbringe. Aber du könntest mich begleiten. Doch ich komme hier im Moment nicht weg. Ich muss den Hafen im Auge behalten. Was genau machst du hier im Hafen? Darüber kann ich nicht reden. Vatras würde mir den Kopf abreißen. Ist das wirklich wahr? Ich brauche deine Hilfe. Und was genau schwebt dir da vor? Ich brauche eine bessere Waffe. Damit kann ich dir leider nicht dienen. Hast du es schon mal am Marktplatz versucht? Wegen der verschwundenen Leute. Das ist eine schlimme Sache. Ist die Sache nicht eine Angelegenheit der Miliz? Die Miliz hat auch nichts drauf, wenn du mich fragst. Die kommen nie dahinter. Die verschwundenen Leute sind wie vom Erdboden verschluckt. Erzähl mir, was du weißt. William, einer der Fischer hier in Korinis, war der Erste. Eines Tages kam er einfach nicht mehr nach Hause. Erst hatten wir vermutet, dass er mit seinem Boot draußen auf dem Meer einem dieser Seeungeheuer zum Opfer gefallen ist. Aber kurze Zeit später verschwanden noch mehr Bewohner der Stadt und Umgebung. Es scheint jedoch keine Methode dahinter zu stecken. Bisher sind alle völlig ratlos. So wie es aussieht, müssen wir abwarten, bis wir über einen Hinweis stolpern. Ich muss unbedingt mit den Paladinen reden. Was willst du denn von denen? Sie haben ein mächtiges Amulett, das Auge Innos. Ich muss es haben. Und du denkst, sie werden es dir geben? Du kommst ja nicht mal ins obere Viertel. Selbst bist du nicht darauf gekommen. Weißt du, warum die Paladine hier sind? Das weiß keiner so genau. Viele denken, es wäre wegen der Orks. Aber ich denke, es gibt einen anderen Grund. Hat wahrscheinlich was mit der alten Strafkolonie zu tun.
Vatras sagte, du könntest mir helfen, mich einer Gemeinschaft anzuschließen. Keine Lust, den Leuten ihren Arsch hinterherzutragen, was? Alles klar. Ich verstehe, was du meinst. Ich kann meinen Einfluss bei den Söldnern geltend machen, wenn du dich Lee anschließen willst. Sicher werden wir auch einen Weg finden, dich schnell im Kloster unterzubringen. Aber das Einfachste ist es sicherlich, wenn du dich der Miliz anschließt. Welche Gemeinschaft ist dir lieber? Die Miliz. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass dir das gefallen würde, was? Anderen Leuten die Gesetze vorlesen, während du dir ihre Börse einsackst. Die Paladine haben am Hafen ihr Proviantlager aufgeschlagen. Der Proviantmeister dort ist ein guter Freund von mir. Vielleicht kann er ja etwas für dich tun. Sein Name ist Martin. Was hast du eigentlich mit Vatras zu schaffen? Ich habe da so ein kleines Abkommen mit den Wassermagiern, verstehst du? Was für ein Abkommen? Wir arbeiten für sie und sie sorgen dafür, dass wir keine Probleme aufgrund unserer Vergangenheit in der Sträflingskolonie haben. Du redest vom Ring des Wassers? Du hast schon davon gehört? Vatras hat mir davon erzählt. Sag das doch gleich. Erzähl mir mehr über den Ring des Wassers. Der Ring ist für die Wassermagier das, was die Paladine für die Feuermagier sind. Aber im Gegensatz zu den Paladinen arbeiten wir im Hintergrund. Der Ring ist eine mächtige Waffe im Kampf gegen die Gefahren, die den Menschen von Corinis drohen. Aber das kann nur funktionieren, wenn wir geheim halten, wer alles zum Ring des Wassers gehört. Deshalb behalt die Sache für dich. Klar. Erzähl mir mehr über Lee und seine Söldner. Was willst du wissen? Erzähl mir mehr über die Söldner. Also wenn du noch so ein harter Junge bist wie damals, solltest du mit ihnen keine Probleme haben. Die meisten von ihnen sind Raufbolde. Und wer sich nicht durchsetzen kann, kommt auch nicht weit. Wenn du zart beseitet bist, hast du keine Chance, bei ihnen zu landen. Weißt du etwas über eine Diebesgilde in der Stadt? Du kannst Fragen stellen. Natürlich gibt es eine Diebesgilde hier, wie in jeder größeren Stadt. Und jeder kleine Taschendieb oder Hehler hängt wahrscheinlich irgendwie mit drin. Weißt du, wo ich die Diebesgilde finden kann? Nichts gegen dich. Aber wenn ich es wüsste, würde ich es dir nicht sagen. Diese Leute reagieren für gewöhnlich sehr empfindlich auf sowas. Wenn du dich mit ihnen einlassen willst, wäre ich sehr vorsichtig. Kannst du mir was beibringen? Klar. Wenn du willst, helfe ich dir, geschickter und stärker zu werden. Was machst du hier? Mein Name ist Brahim. Ich zeichne und verkaufe Karten. Da du hier neu bist, kannst du vielleicht eine Karte der Stadt gebrauchen. Sie ist sehr günstig und bis du dich eingewöhnt hast, äußerst nützlich. Stimmt es, dass Bewohner der Stadt einfach verschwinden? Das habe ich auch gehört. Bin mir aber nicht sicher, ob das auch wirklich so ist. Sieh dich doch mal um. Ist dieses Loch hier denn etwa der Ort, wo du alt werden willst? Kein Wunder, dass sich die Leute aus dem Staub machen. Zeig mir deine Karten. Komm später nochmal wieder. Dann habe ich sicher wieder etwas Neues für dich. Hey. Ahoi, du Landratte. Bist wohl hier gestrandet, was? Siehst ein bisschen blass aus um die Nase. Mach dir nichts draus, mein Jung. Eine steife Brise vom Meer und das wird schon wieder. Was machst du hier? Damals als junger Mann bin ich noch zur See gefahren. Und hab so manchen großen Sturm miterlebt. Vor vielen Jahren habe ich mich dann hier niedergelassen und war lange Zeit Leuchtturmwärter von Corinis. Keine aufregende Sache, wirklich nicht. Aber dieser alte Turm kam dem, was man zu Hause nennt, am nächsten. Bin schon ziemlich lange nicht mehr oben gewesen. Warum nicht? Seit diese Bengel in meinem Leuchtturm hausen,
habe ich mich keine 20 Schritt mehr rangetraut. Ganz übles Pack. Das sind Verbrecher aus dem Minental, musst du wissen. Es gab diesen großen Knall jenseits der Berge und dann sind sie wie die Fliegen über das Land gekommen. Jetzt verkriechen sie sich überall, auch in meinem Turm. Ich glaube, die halten bestimmt nach einem Schiff Ausschau, das sie überfallen können. Na, sollen sie doch. Da wären sie wenigstens raus aus meinem Turm. Bist du oft in der Stadt? Ich sag immer, eine Stadt ist nur so gut wie ihr Hafen. Der Hafen ist das Tor zur Welt. Da trifft sich alles und von dort geht alles aus. Wenn der Hafen vor die Hunde geht, wird der Rest der Stadt bald folgen. Erzähl mir was über den Hafen. Der Hafen von Korinis ist nicht mehr das, was er mal war. Hier treibt sich nur noch Gesindel rum. Die Schiffe kommen nicht mehr und der Handel ist tot. Der Hafen, der ist kaputt. Warum gehst du da nicht? Einen alten Seebär wie mich nimmt doch keiner mehr auf sein Schiff. Die meisten denken doch, dem alten Jack ist die Gicht in die morschen Knochen gefahren. Und? Haben sie recht? Erzähl keinen Unsinn. Wenn ich erst wieder Planken unter den Füßen habe, dann fühle ich mich wie ein junger Hüpfer. Was meinst du mit Gesindel? Sieh sie dir an, dieses faule Pack. Die meisten wissen gar nicht mehr, was Arbeit ist. Die saufen den ganzen Tag und verhuren ihre letzte Heuer. Ich sag dir, halt dich von denen fern. Warum kommen keine Schiffe mehr? Alle sagen, wenn der Krieg vorbei ist, wird alles wieder wie früher. Das ist alles Schied. Ich sag dir, ein Seemann, der merkt, wenn es mit der Stadt bergab geht. Ein Seemann hat sowas im Blut. Und ich sag dir, mit diesem Hafen ist nichts mehr los. Der hat ausgedient. Hey, du. Erzähl mir was über den Hafen. Der Hafen von Korinis ist nicht mehr das, was er hier... Hey! Man erzählt sich ja so einiges. Ich hätte das nicht. Hey, du hast hier nichts zu suchen, klar? Wer bist du? Das geht dich nichts an. Ich bin hier der Chef, okay? Der Chef? Von was? Von den Kisten? Hey, das Lagerhaus untersteht meiner Aufsicht, klar? Also verpiss dich, sonst schlage ich dir den Schädel ein. Hey du, wo gehst du hin? Ganz egal, was du vorhast, dafür ist noch später Zeit. Du stehst hier vor der Perle Korinis, der roten Laterne. Das ist das verdammt nochmal schönste Bordell von ganz Myrtana. Seefahrer aus den entferntesten Ecken der Welt legen hier an, nur um ein paar Nächte in der roten Laterne zu verbringen. Und du hast jetzt die Chance, ja sogar die Ehre, eine Nacht mit Nadja, der leidenschaftlichsten Blüte der Götter, zu teilen. Komm rein! Und du wirst erleben, wovon andere nicht mal träumen können. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Ich könnte dir Sachen erzählen. Hey, brauchst du Fisch? Bei mir bekommst du Fisch ganz frisch aus den Tiefen des Meeres. Das war keine große Sache. Zeig mir deine Fische. Das war doch schon vorher klar. Kannst du was über die vermissten Leute erzählen? Vermisste Leute? Das ist ein Hafen hier, Kollege. Da passiert schon mal sowas. Die See ist tückisch. Da kommt schon mal der eine oder andere ums Leben. Damit die Mannschaft wieder komplett ist, heuert der Kapitän von einem großen Schiff in einer Hafenstadt wie Korinis wieder neue Seeleute an. Wenn er keine Freiwilligen findet, dann wird der eine oder andere auch mal mit Gewalt an Bord gebracht und ist dann einfach weg. Vermisst du jemanden? Ich? Nein. Das ist kein... Kennst du jemanden, der vermisst wird? Keine Ahnung. Frag doch mal die Bootsbauer. Welches Schiff soll denn das gewesen sein?
Gute Frage. In letzter Zeit kamen nicht so viele Schiffe nach Korinnes. Das ist wahr. Das ist kein Geheimnis. Von selbst ist er da nicht drauf gekommen. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Es war doch seine Entscheidung. Das ist kein Geheimnis. Ich habe mir das schon gedacht. Hey, du hast hier oben nichts zu suchen. Ihr habt nur Paladine und wir von der Miliz Zutritt. Was gibt es denn hier oben? Du stehst hier im Proviantlager der königlichen Garde der Paladine. Ich bin hier der Proviantmeister und verantwortlich für den Paladin-Krempel, dass hier nichts abhanden kommt. Und du bist hier nicht erwünscht, also behalte deine Finger bei dir. Sonst hack ich sie dir ab. Laris schickt mich. Er sagt, du könntest mir helfen. So, hat er das? Dann schieß mal los. Was willst du denn von mir? Ich will mich der Miliz anschließen. Das hast du dir wohl so gedacht, was? So lumpige Kerle wie dich nehmen wir aber nicht einfach so ohne Grund. Da müsstest du schon... Erspar mir das Gefasel. Sag mir, was ich tun muss, damit du mich bei euch unterbringst. Okay, dann spitz mal die Ohren. Die Arbeit des Proviantmeisters ist die Hölle, sag ich dir. Das Verwalten der ganzen Kisten und Säcke hier auf dem Platz ist schon schlimm genug. Doch jedes Mal, wenn ich abends in Kalifs Kneipe gehe, dann macht sich irgendjemand hier an den Kisten zu schaffen. Und wenn ich am nächsten Tag wieder hier bin, fehlt was. Die Paladine haben komischerweise nie was gesehen. Ich könnte noch bekloppt werden. Ich kann doch nicht die ganze Nacht hier rumstehen wie so ein Idiot. Du allerdings? Schon klar. Ich soll nachts hier Wache schieben, während du in der Kneipe rumhängst. Tu es oder lass es. Kannst du mir etwas von dem Paladin-Krempel verkaufen? Du willst was kaufen? Sagen wir mal so. Wenn du mich für den Ärger entschädigen kannst, dass den Paladinen mal wieder was abhanden gekommen ist, kommen wir vielleicht ins Geschäft. Passiert das öfter, dass etwas abhanden kommt? Solange der Proviantmeister sagt, dass es alles seine Richtigkeit hat, nicht. Verstehe. Du suchst den Mann, der an die Banditen Waffen verkauft? Sagt wer? Sagt Vatras. Oh. Was weißt du denn darüber? Nicht viel, aber ich könnte mehr herausfinden. Ach, so ist das. Sagst du mir, was du über den Waffenhändler weißt? Pass auf. Wir wissen, dass ein einflussreicher Bürger des oberen Viertels dahinter stecken muss. Und einige der Waffen sollen sogar aus den Beständen der Miliz gekommen sein. Aber wer genau dahinter steckt, wissen wir noch nicht. Wenn du genug Mumm in den Knochen hast, eine Gruppe von mindestens 5 Banditen aus dem Weg zu räumen, kannst du es vielleicht rausfinden. Was ist mit den Banditen? Wir wissen, dass die Banditen zurzeit die Verbindungsstraßen zwischen den Bauern und der Stadt belagern. Außerdem weiß ich, dass es eine Waffenlieferung in den letzten Tagen gegeben haben muss. Vielleicht sind dort bei den Banditen Hinweise zu finden, die den Waffenhändler entlarven können. Was hast du anzubieten? Dann pass mal auf. Alle Kisten noch da? Fass hier nichts an. Sonst rufe ich die Wachen, klar? Ich werde heute Nacht auf deine Proviantkisten aufpassen. Schön. Gut, dann komm heute Nacht nochmal wieder und pass auf die Klamotten hier auf. Ich bin in der Zeit dann in Kalifs Kneipe. Hast du das denn schon wieder her? Inos Strafe ist gerecht. Das hätte er auch selbst wissen können. Es war genauso, wie du sagst. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Irgendwann musste es jetzt.
Minos leuchtet all denen, die seine Reise haben. Das hat er wirklich nicht verdient. Ich war genauso, wie du sagst. Als wenn ich nicht schon bin. Ich würde an Gerechtigkeit siegen. Immer wieder das Gleiche. Das ist kein Muster, ist es. Und soll er wirklich nicht vermeiden? Hey, du! Wesen, die seine Weisheit erkennen? Was machst du da? Das geht dich gar nichts an, verschwinde! Martin wird sich freuen, wenn ich ihm erzähle, wer hier in seinen Sachen rumkramt, während er nicht da ist. Von mir aus mach doch, was du willst. Ich geh da mal wieder, kleiner Mann. Dass du das nicht gewusst hast. Warte mal. Ich glaube ja nicht, dass das alles ist. Meinst du etwa, du kommst jetzt ungeschoren davon? Mach doch wegen dem bisschen Proviant nicht so einen Wind. Wer stellt sich das immer so einfach? Ich freue mich aber nicht über gar nichts mehr. Das hätte er auch selbst. Ich werde mich da nicht einmischen. Ich weiß gar nicht, warum er sich so anfühlt. Das jemals ändern? Das interessiert mich. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Ich habe da meine eigene Meinung. Glaubst du mir? Die Probleme, ich komme. Ich will das Kopfgeld für einen Verbrecher kassieren. Stör mich nicht, ich bin im Dienst. Ich habe den Dieb erwischt. Es ist Ranga, der sich an seinen Lagerbeständen zu schaffen macht. Na, endlich. Jetzt weiß ich wenigstens, auf wen ich achten muss. Der Mistkerl. Das gibt eine saftige Abreibung, wenn ich ihn dabei erwische. Ich hab mich schon gewundert, wieso keiner von den Paladinen was gesehen haben will. Und? Wieso? Ist doch klar. Die Idioten können uns von der Miliz doch gar nicht auseinanderhalten. Für die sehen wir doch alle gleich aus. Das war gute Arbeit, Kollege. Wenn ich irgendetwas für dich tun kann,
Dann musst du es nur sagen. Du weißt, was ich von dir will. Ach ja, du wolltest zur Miliz, richtig? Deine Fähigkeiten hast du mir ja schon unter Beweis gestellt. Naja, lass es mich mal so ausdrücken. Ich hab's lieber, dich auf unserer Seite zu wissen, als auf irgendeiner anderen. Deshalb werde ich dir helfen. Nimm dieses Empfehlungsschreiben von mir und zeige es André, unserem kommandierenden Paladin. Du findest ihn in der Kaserne. Ich bin mir sicher, dass er dich gebrauchen kann. Ich kann es nicht glauben. Ich kann so etwas nie erlauben. Das ist doch alles nur Gerede. Er erzählt alles weiter. Ich habe was anderes. Das habe ich schon immer gesagt. Er redet einfach zu viel. Aber Inos sah, was geschehen war. Und auch er... Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Er arbeitet auch den ganzen Tag, das darfst du keinem erzählen. Er redet einfach zu viel. Das ist mal wieder typisch. Das ist mal wieder typisch. Wirklich? Das ist ja interessant. Das ist ja schrecklich. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Ich glaube da nicht dran. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte, erzähle ich gar nichts. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Ich will das Kopfgeld für einen Verbrecher kassieren. Ich habe hier ein Empfehlungsschreiben von eurem Proviantmeister. Was?
Zeig mal her. Donnerwetter. Da hast du dich ja wohl schwer ins Zeug gelegt, was? Martin ist mit sowas eigentlich nicht so freizügig. Na gut, das überzeugt mich. Wenn Martin für dich bürgt, dann werde ich dich auch aufnehmen. Sag mir, wenn du bereit bist. Ich bin bereit, mich der Miliz anzuschließen. Martin, der Proviantmeister, bürgt für dich und hat dich sogar empfohlen. Das alleine genügt mir schon. Du kannst dich uns anschließen, wenn du willst, aber deine Entscheidung wird endgültig sein. Wenn du einmal die Rüstung der Miliz trägst, kannst du sie nicht einfach ausziehen und gehörst nicht mehr dazu. Bist du bereit, mit uns gemeinsam für Innos und den König zu kämpfen? Ich bin mir noch nicht sicher. Solange deine Zweifel deiner Entscheidung im Wege stehen, kann ich dich nicht bei der Miliz aufnehmen. Oberbefehl für unsere Miliz übernehmen. Alle Bürger dieser Stadt, die über kämpferische Fähigkeiten verfügen, werden hiermit angehalten, der königlichen Miliz beizutreten. Was willst du? Ich habe die Orkwaffe, die du wolltest. Zeig her. Es ist lange her, dass ich eine solche Waffe in den Händen hatte. Damals war ich Soldat im Orkkrieg. Das waren harte Zeiten, das kann ich dir sagen. Hätte dir nicht zugetraut, dass du es schaffst. Ich bin beeindruckt. Wann kann ich bei dir als Lehrling anfangen? Einen Mann, der einen Ork besiegen kann, können wir hier gut gebrauchen. Wenn es nach mir geht, kannst du direkt bei mir anfangen. Was die anderen Meister betrifft, Torben hat dir seinen Segen gegeben. Bosper hat versucht, mir die Sache mit dir auszureden. Er will dich wohl selber als Lehrling haben. Er bat mich darum, ihm zumindest die Gelegenheit zu geben, dich für seinen Beruf zu begeistern. Sieh dir die Sache mal an. Danach kannst du dich immer noch entscheiden. Es sei denn, du legst auf seine Stimme keinen Wert. Konstantino ist wie immer alles egal. Er sagt, seinetwegen sollst du anfangen, wo du willst. Und Matteo sagt, du hast ihm sein Gold wiedergebracht. Scheinst mir ein ehrlicher Junge zu sein. Damit hast du die Zustimmung von 4 Meistern. Das reicht aus, um als Lehrling aufgenommen zu werden. Bist du bereit, deine Lehre bei mir zu beginnen? Ich bin dabei. Gut. Ich werde dir beibringen, wie man ein ordentliches Schwert schmiedet. Außerdem wird es mal Zeit, dass du etwas stärker wirst. Du fällst mir ja noch vom Fleisch. Bring mir bei, wie ich ein ordentliches Schwert schmieden kann. Es ist ganz einfach, Junge. Besorge dir ein Stück Rohstahl. Halte es ins Feuer, bis es glüht. Dann schlägst du am Amboss die Klinge zurecht. Deine ersten Schwerter werden keine Meisterwerke, aber alles Weitere kannst du ja noch später lernen. Es ist ganz einfach, Junge. Besorge dir ein Stück Rohstahl. Halte es ins Feuer, bis es glüht. Dann schlägst du am Amboss die Klinge zurecht. Es ist ganz einfach, Junge. Besorge dir ein Stück Rohstahl. Halte es ins Feuer, bis es glüht. Dann schlägst du am Amboss die Klinge zurecht. Komm wieder, wenn du mehr Erfahrung hast. Womit denn?
Womit denn? Du bist ja gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Da bist du ja wieder. Ich will meine geschmiedeten Waffen verkaufen. Gut. Gib her. So, und hier hast du deinen Lohn. Dich in diese Arme geben. Was suchst du hier? Ich hab mich verlaufen. Dann pass auf, dass du nicht ausgeraubt wirst. Scheint nämlich so, als hätten wir ein paar Diebe in der Stadt, die den reichen Leuten ihren Krempel klauen. Die Stadtwache hat letztens das ganze Hafenviertel auf den Kopf gestellt, aber sie haben nichts gefunden. Was weißt du über die Diebe? Nichts. Aber alle Bürger haben Angst und sind misstrauisch geworden, ne? Vor allem Fremden gegenüber. Lass dich nicht in fremden Häusern erwischen. Darauf ist keiner gut zu sprechen. Ja, vor Dieben muss man sich schützen. Am besten mit einem dicken Knüppel. Kannst du mir was beibringen? Ach, ich schmiede hier ein paar Beschläge und Nägel und repariere Eisenteile. Aber vom Schmieden von Waffen verstehe ich nicht genug, um dich zu unterrichten. Wenn du das lernen willst, dann geh zu Harad. Ja, der kann Waffen schmieden. Aber wenn du ein bisschen deine Muskeln trainieren willst, dabei kann ich dir helfen. Ehrlich, ich habe es selbst erlebt. Das ist ja schrecklich. Das ist ja schrecklich. Kluges Kerlchen. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Na bitte, geht doch. Kluges Kerlchen. Das ist ja schrecklich. Das weiß doch inzwischen jeder. Irgendwer muss dir was hattest du denn da drin zu suchen, ne? Was suchst du hier? Geh! Kluges Kerlchen. Du kommst mir gerade recht. Ich suche noch einen Assistenten für ein magisches Experiment. Du willst doch bestimmt der Wissenschaft einen Dienst erweisen. Immer langsam. Sag mir erstmal, worum es geht. Ich habe einen neuen Zauber entwickelt. Einen Zauber des Vergessens.
Ich konnte bereits einige praktische Anwendungen durchführen, aber mir fehlt die Zeit für einen abschließenden Test. Was habe ich davon, wenn ich dir helfe? Ich kann dir das Brauen von Tränken beibringen. Ich kenne die Rezepte von Heilungs- und Mana-Essenzen und Geschwindigkeitstränken. Erzähl mir mehr über das Experiment und den Zauber. Der Zauber dient dazu, dass der Betroffene verschiedene Ereignisse wieder vergisst. Bisher konnte ich nur feststellen, dass er funktioniert, wenn der Betroffene verärgert ist, also wenn er gerade bestohlen oder niedergeschlagen wurde. Auch wenn er eine solche Tat nur gesehen hat, wird er sie wieder vergessen. Heißt das, ich soll irgendjemanden niederschlagen und dann verzaubern? Das macht dann wohl nur Sinn, wenn derjenige nach der Schlägerei wirklich verärgert ist. Hier im Hafenviertel sind Schlägereien nichts Ungewöhnliches, also müsste ich mir schon woanders ein Opfer suchen. Ja, ich denke, du hast verstanden, worum es geht, aber um jemanden zu verärgern, reicht es, wenn du ihn angreifst. Du musst ihn nicht niederschlagen. Bevorzugt dafür sind Leute, die alleine sind. Wenn noch weitere Personen anwesend sind, kriegst du nur Probleme mit Lord André. Und es macht wenig Sinn, den Zauber auf jemanden zu sprechen, der dich gerade angreift. Warte auf den richtigen Augenblick. Okay, ich teste den Zauber. Dann nimm diese Spruchrolle und such dir ein geeignetes Versuchsobjekt. Wenn du die Sache erledigt hast, komm zurück und erzähle mir, wie es gelaufen ist. Bleib stehen, du Lump! Davon lasse ich lieber die Finger. Das ist doch lange bekannt. Das hat er doch vorher gewusst. Krieg ich dich doch noch! Bleib stehen, du Lump! Ehrlich, ich hab's selbst erlebt. Der erzählt gar nichts mehr. Das habe ich schon immer gesagt. Was du mich sagst. Das ist doch kein Geheimnis mehr.
erwischt dich doch noch. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Er hat auf die falschen Leute gehört. Die Probleme habe ich kommen sehen. Ich glaube nicht, dass ich daran bin. Glaubst du wirklich daran? Das ist wirklich schlimm. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Wegen des Experiments. Hast du schon einen Erfolg erzielen können? Oder hast du die Spruchrolle verschwendet? Hm? Wenn du weitere Spruchrollen brauchst, dann kannst du sie von mir kaufen. Zeig mir deine Ware. Halt! Nur Bürger der Stadt und Truppen des Königs kommen ins obere Viertel. Ich bin ein angesehener Bürger von Korinnes. Lass mich durch. Was immer die Meister von Korinnes bewogen hat, dich als Lehrling aufzunehmen, ich will es gar nicht wissen. Du kannst reingehen. Aber benimm dich bloß, sonst bekommst du den Ärger deines Lebens. Schon wieder. Du hast es also tatsächlich geschafft, ins obere Viertel zu kommen. Es gibt einige Dinge, die du hier beachten musst. Sonst bist du so schnell wieder draußen, wie du hier reingekommen bist. Es ist dir nur erlaubt, die Häuser der Händler zu betreten. Du erkennst sie an den Schildern über der Tür, nur damit keine Missverständnisse entstehen. Die anderen Häuser gehören angesehenen Bürgern. Dort hast du nichts zu suchen. Du
In diesem Viertel leben die angesehensten Bürger dieser Stadt. Also behandle sie mit Respekt. Haben wir uns verstanden? Klar. Wo finde ich Lord Hagen? Er ist im Rathaus, am Ende des oberen Viertels. Aber ohne triftigen Grund wirst du nicht vorgelassen werden. Ist irgendwas Aufregendes passiert in letzter Zeit? Ja, dass sie einen wie dich hier reingelassen haben, ist schon ewig nicht mehr vorgekommen. Das habe ich früher auch immer so interessiert. Sag mir nicht, dass du das nicht gewusst hast. Das war keine große Sache. Halt! Nur Männer, die im Dienste des Königs stehen, haben Zutritt zum Rathaus. Ich muss mit Lord Hagen sprechen. Weißt du, wie oft ich das schon gehört habe? Du kannst nicht rein. Wenn du es trotzdem versuchen solltest, muss ich dich töten. Sag mir nicht, dass du das nicht gewusst hast. Das ist eine schlimme Sache. Was machst du hier? Wer bist du denn? Anscheinend bist du neu und hast noch nicht mitbekommen, wie das hier läuft. Man nennt mich Gerbrand. Für dich Herr Gerbrand. Verstanden? Verstanden, Gerbrand. Du reißt ganz schön das Maul auf. Du solltest mir gegenüber ein bisschen mehr Respekt zeigen, sonst bekommst du hier noch ganz gewaltige Probleme. Ich sage hier, wo es lang geht. Wenn wer Ärger macht, bekommt er Ärger mit mir und sollte schleunigst die Stadt verlassen. Denn wenn ich mit ihm fertig bin, wird er sich wünschen, mir nie begegnet zu sein. Die meisten Leute im Hafen arbeiten für mich. Und wenn du irgendwann mal Arbeit suchst, solltest du zusehen, dass ich dich in guter Erinnerung habe. Gibt's was Neues? Leute wie du haben hier oben nichts zu suchen. Hier wohnt die ehrbare Gesellschaft. Keine Streuner und auch keine Ganoven. Wenn du es schaffen solltest, zu Ansehen und Vermögen zu kommen, bist du hier eventuell auch gerne gesehen. Wie laufen die Geschäfte? Nicht gut. Früher, als die Barriere noch stand, da waren die Zeiten besser. Die Gefangenen haben das Erz kistenweise aus den Minen geschürft und meine Schiffe haben es zum Festland transportiert. Und auf dem Rückweg haben sie Nahrung und andere Waren mitgebracht. Aber jetzt, da wir vom Festland abgeschnitten sind, sind wir auf die Versorgung durch die Bauern angewiesen. Womit verdienst du jetzt dein Gold? Momentan lebe ich von meinen Ersparnissen, aber wenn es mir nicht gelingt, wieder ins Geschäft zu kommen, werden harte Zeiten auf mich zukommen. Ich habe da meine eigene Meinung. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Zeig mir deine Ware. Du sollst dir hier nicht meine Ware ansehen. Du sollst mir die Felle besorgen. Also sieh zu.